Hallo Freunde, willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Heute haben wir eine ganz besondere Episode, 100. Es kommt nicht oft vor, dass eine Spieleserie auf meinem Kanal so viele Episoden hat. Deshalb mache ich bei der 100. Episode immer mal was Besonderes. Heute stellen wir uns die Frage, was wäre, wenn? Wenn wir nicht Kulika gespielt hätten am Anfang, sondern vielleicht eine andere imperiale Klasse, welche wäre es geworden? Deshalb zeige ich euch die anderen drei Klassen ein bisschen. Wir schauen uns dazu die Startplaneten an. Ich habe da viel weggeschnitten. Wir schauen uns nicht die kompletten Planeten mit allen Quests an, sondern nur die Klassenquests, die von Bedeutung sind. Trotzdem ist das Video unverschämt lang geworden gegen Ende. Ich war sogar versucht, drei Videos draus zu machen, aber das wäre Mogeln, dann wäre das nicht Episode 100. Ich hoffe, es ist euch nicht zu lang. Ich habe versucht, für ein bisschen Abwechslung zu sorgen. Das heißt, da kommt jetzt nicht erst noch eine Stunde Agent, dann eine Stunde Inquisitor und zum Schluss eine Stunde Kopfgeldjäger, sondern ich mische das immer ein bisschen, lasse die Charaktere abwechselnd antreten. Am Anfang sind mal größere Stücke von einem, damit man den Einstieg findet und der Story leichter folgen kann, weil manche Abschnitte sind wirklich nur immer 2 Minuten lang. Das wäre sonst total zerrissen und zerstückelt. Aber ja, lasst euch einfach mal überraschen. Genießt die 3 Stunden Star Wars und lasst mich doch am Ende einfach mal wissen, was ihr von dem Video haltet und ganz besonders, welche Klassen euch sonst noch interessieren würden. Okay, das wäre es jetzt mal. Viel Spaß bei dem Video. Eine wirklich sehr einladende Müllkippe. Na, bin mal gespannt, was wir hier zu tun bekommen. Interessanter Ort für einen ersten Auftrag und für Kontakt mit dem Geheimdienst. Die Tülek hat mir besser gefallen. Sichere Verbindung hergestellt. Hier spricht der Aufseher. Wir können offen reden, Agent. Ich übermittle euch eure Befehle. Na dann mal los. Ich bin bereit, Sir. Wie lautet der Auftrag? In einem Wort: Umsturz. Ihr wurdet aufgrund eurer überragenden Leistung während des Trainings für diesen Auftrag ausgewählt. Der imperiale Geheimdienst braucht Leute, die unabhängig arbeiten können. Jetzt werdet ihr das im Training Erlernte im Ernstfall einsetzen. Nemro der Hutte und seine Organisation haben das Sagen in Jiguna. Eure Aufgabe ist es, Nemro davon zu überzeugen, dem Imperium zu dienen. Ein Hutten umstürzen. Da muss ich aber eine Menge Anlauf nehmen, damit das hinhaut. Uiuiuiui. Gebt mir Hintergrundinformationen. Wie ist die Lage hier? Jiguna ist eine Industriestadt und der Großteil der Industrie gehört Nemro. Der Hutte liefert Waffen, Drogen und Rohstoffe, aber nicht an uns. Nemro scheut sich davor, sich öffentlich mit dem Imperium gutzustellen, da er keine republikanischen Kunden vertreiben will. Es ist an der Zeit, dass sich das ändert. Alles klar. Völlig richtig. Wir müssen wissen, was Nemro und seine Berater denken, bevor wir handeln können. Ich möchte, dass ihr euch Zugang zum inneren Kreis von Nemros Clan verschafft. Ihr werdet eine Tarnung brauchen. Einer unserer Kontakte, ein Fremdling namens Jake, hat einen Jetzt steckt nämlich gleich ein riesen Huttenkostüm, ich sehe es kommen. Den Details versorgen. Innerer Clan von einem Hutten-Dings da. Na, lass mal gut sein.
Wo kann ich ihn finden? Jake erwartet euch in einem Unterschlupf. Findet ihn, nehmt, was er euch anbietet und meldet euch bei mir zurück. Ich sag's euch, das wird ein riesen Huttenkostüm, meine arme Katar. Können wir diesem Kontakt wirklich trauen? Jake wird uns nicht betrügen. Ob er seine Aufgabe auch zufriedenstellend erledigen kann, ist eine andere Sache. Ich würde mir eher um die restliche Bevölkerung Sorgen machen. Der Großteil von Jiguna ist in Revierstreitigkeiten verwickelt. Einige der beteiligten Banden gehören zu den Hutten, andere sind unabhängig. Euer Kampftraining wird euch sicher weiterhelfen, aber rechnet mit Brutalität und damit, dass man euch ins Visier nimmt. Jiguna heißt Fremde nicht willkommen. Und jetzt sucht Jake auf und erstattet mir danach Bericht. Aufseher, Ende. Na gut, dann mal auf zu diesem Jake, wie auch immer. Und Huttenkostüm abholen wird bestimmt saulustig. So, Jake, das ist also dein Unterschlupf. Dann erzähl mal, wo hast du denn das Huttenkostüm versteckt? Trodo normales. Smogas total gis baba abiatai. Neue Identität. Oh Mann. Na dann, schieß los. Ich höre zu, bitte. Vataranai angomis akananon. Alas protas era. Kratai abtikte. Irprit bertini savasia savebe kaijis. Okay, das heißt, ich verkörpere einen Piratenschmuggler und so weiter. Das kriege ich hin. Und was ist, wenn die Echte vorbeikommt? Wenn da draußen eine andere rote Klinge ist, wird es dann keine Probleme geben? Smal sia pobudes mana ira padare mananan kali. Vataranai angomis akananon alas protas era. Störung? Was denn für eine Störung? Hängt das Zeug im Zoll fest? Was für eine Störung? Atrodo normales. Smogas total gis bava abiatai. Gratai abtikte. Irprit bertini savasia savebe caigis. Super. Das heißt, ich mach mal ganz kurz eine komplette gefährliche Straßenbande nieder, die effektiv alles klaut wie die Raben. Ja, super. Dann lasst uns das schnell und leise angehen. Atrodo normales. Smogas total gis bava abiatai. Vataranai angomis akananon. Alas protas era. Naja, ich kann ja nur froh sein, dass es nicht wirklich um Huttenkostüm geht. Schauen wir mal, was die Straßenbande da so zu sagen hat. Warum sollen solche gefährlichen Banden immer auf so schummrigen Hinterhöfen? Das gefällt mir gar nicht. Aber gefährlich sind die nicht. Da habe ich schon gegen größere Sachen gekämpft. Er auch. Naja, egal. Wir kümmern uns darum, dass wir den Tribut für Nemrod zurückbekommen. Sonst fliegt unsere Tarnung direkt auf. Ja, auch wenn es jetzt ein bisschen nach Ein-Mann-Armee aussieht, beim Agenten geht es eigentlich darum, sich durchzumogeln, zu verhandeln, durch geschickte Auswahl der Gesprächsoptionen so ein bisschen durchzukommen, intrigieren, ordentlich planen bei den Einsatz der Fähigkeiten. Ist das Timing richtig wichtig und die Planung auch? Sonst... kann man schnell in die Bredouille kommen. Besonders wenn die Gegner später härter werden. Wirklich viel aushalten wird der Agent nämlich nie. Naja, den Tributblödsinn haben wir. Ich würde sagen, wir gehen mal zurück zu Jake und er wird sich bestimmt freuen, uns gleich wiederzusehen. Hey, dann entschuldigt man sich. Und mit dem Sonnenbrand würde ich mal zum Arzt gehen.
Ah, endlich bist du auch eingetroffen. Hoffentlich hältst du dich nicht für etwas Besonderes. Na, ich nicht, der da vorne schon. Schade, wenn dir die Freiheit zu Kopf steigen würde. Oder du glaubst, dass du die Prüfungen zum Sith nicht bestehen müsstest. Lord Zesh möchte, dass ich unter euch Ungeziefer nach jemandem suche, der würdig ist, ihr Schüler zu werden. Genau das werde ich tun. Okay. Inquisitoren spiele ich ganz gerne ein bisschen aufmüpfig. Bitte werdet nicht sentimental. Wir haben uns alle doch gerade erst getroffen. Das werde ich nicht. Gut, der Rest von euch Insekten kennt seine Aufgabe bereits. Fangt an, während ich unsere Nachzügler auf den neuesten Stand bringe. Passt auf euch auf und macht euch keine Sorgen, alles wird gut. Er kann uns nicht alle töten. Eigentlich kann er das schon. Aber ich passe auf, keine Sorge. Das werde ich. Und passt selbst auf euch auf. Glaubt mir, ich werde meine Augen hinten, vorne und überall haben. Und jetzt zu deiner Prüfung. In Ajuntapols Grab im Tal der dunklen Lords lebt ein Einsiedler namens Spindral. Spindral ist wahnsinnig, aber für Lord Zesh ist er eine Art Prophet. Sobald du ihn gefunden hast, wird er dich prüfen. Yay, ein Hoch auf den Wahnsinn. Je herausfordernder, desto besser. Doch genug geredet. Du kennst deine Aufgabe. Spindral lebt in Ajuntapols Grab im Tal der dunklen Lords. Lass Spindral nicht warten. Ja? Okay, willkommen zurück auf Korriban. Mit Kulika haben wir das ja alles schon erledigt. Ich dachte mir, ich zeige euch noch ein bisschen, wie das beim Inquisitor aussieht. Auf geht's. Als erstes mal ein Grab besuchen. Das kennen wir noch gar nicht von Korriban. Und Spindral. Bin mal gespannt, wie der drauf ist. Wir sehen uns dort gleich. So, das sieht ein bisschen aus wie Spindrals Höhle. Ach, der hat hier ein eigenes Trainingslager. Dann gibt es hier vielleicht eine besondere Ausbildung. Dann bin ich mal gespannt, was die Prüfung ist. Vielleicht so eine Art Aufnahmeritual? Ah, ein fremdartiger Akolyt. Ungewöhnlich, aber nicht unerwartet. Die Sith behandeln dein Volk nicht gut. Aber das wird eher von Vorteil sein, denke ich. Du bist hier für deine Prüfung, ja? Du sollst die Geheimnisse der Sith von einem alten Tattergreis in einem Grab lernen. Und dann hoffentlich mit einem Zeichen meiner Zustimmung zu deinem Aufseher zurückkehren. Sieht fast so aus. Hast du gut erkannt dafür, dass ich wahrscheinlich nicht der Erste bin, der hier auftaucht? Ja, mein Lord, das stimmt. Natürlich tut es das. Ich weiß, wie die Dinge an der Oberfläche ablaufen. Doch bevor ich meine Entscheidung treffe, musst du eine Blutsprüfung bestehen. Wenn du überlebst, werde ich dich lehren, was ich weiß. Tolle Prüfung. Überleben. Na gut. Wie schwer kann es schon sein? Jetzt geben sie aber an. Na? Wie viele sind's? Das hält er wohl für cool? 6 Stück? Naja, dann ist Angriff wohl die beste Verteidigung. Dann brechen wir mal eine Richtung aus. Na, na, na? Das war wohl zu viel. Ach Leute, strengt euch mal an. Ihr seid zu 6? Gut, ihr wart zu 6. Das war doch nicht mal eine richtige Prüfung. Da draußen habe ich Chlorschnecken gesehen, die mehr können. Ausgezeichnet. Diese ehemaligen Akolyten wollten nur eine zweite Chance auf Ruhm, indem sie dich töten und deinen Platz einnehmen. Aber dein Verlangen war stärker und du hast deinen Sieg mit ihrem Blut versüßt. Gut gemacht.
Doch noch bist du kein Sith. Ich wäre arg enttäuscht, wenn das schon alles gewesen wäre. Nur Leidenschaft. Durch Leidenschaft erlange ich Stärke. Durch Stärke erlange ich Macht. Durch Macht erlange ich den Sieg. Durch den Sieg zerbersten meine Ketten. So lautet der Kodex der Sith. Behalte ihn im Herzen und du wirst die Stärke haben, alle deine Gegner zu vernichten. Verstehst du? Nee. Aber ja, es ist meine Bestimmung, ein Sith zu werden. Gut. Dann geh. Geh zurück zu Harkun und vermehre deinen Hass auf ihn. Benutze deine Angst vor ihm, um stärker zu werden. Vielleicht hebt er seine Faust, um zuzuschlagen. Doch es ist Lord Zash, die bestimmt, wen der Schlag trifft. Gut zu wissen. Das ist wirklich, wirklich gut. Ich frage mich nur, wer Zash kontrolliert. Wenn du die Antwort auf diese Frage kennst, wirst du mehr Macht haben als deine beiden Meister. Geh jetzt. Ich muss ruhen. Der hat einen lockeren Tagesablauf. Der kniet den ganzen Tag vor diesem Steinaltar, begrüßt Leute, labert ein bisschen kryptisches Zeug und dann muss er sich wieder ausruhen. Naja. Dafür verbringt er sein ganzes Leben hier unten. Auch nicht unbedingt toll. Okay, und dann mal zurück zu Harkun. Sollte ja nicht allzu schwer sein. Ich würde sagen, wir sehen uns dann dort. Zurück bei Ausbilder Harkun. Na, könnte ja lustig werden. Ah, endlich. Du bist schon wieder spät dran. Dann wollen wir mal sehen, was der Einsiedler von euch Maden hält. Akolyt Kori, tritt bitte vor. Ja, Aufseher. Du bist ein schwaches, erbärmliches Insekt. Und sogar ein Verrückter wie Spindral kann das erkennen. Das bedeutet... Ich stelle euch unseren Neuankömmling vor, Phone Alt. Dies ist wahre Sith-Stärke. Er wird euch in Stücke reißen und eure Knochen zertrümmern, Sklaven. Seht ihn euch an. Alles, was er noch hat, ist sein reines Sith-Blut. Er ist Lord Zeshs zukünftiger Schüler. Kein Stück Abschaum wie ihr. Hab dich auch sehr lieb. Glückwunsch zu eurem neuen Schoßtier. Und jetzt nennt uns unsere nächste Aufgabe. Komm her, Sklavin. Ich möchte mit dir unter vier Augen reden. Ihr anderen verschwindet. Ihr kennt eure Prüfungen. Du auch, Phone. Spindral wartet. Er war noch nicht mal bei dem Alten. Na, fantastisch. Hör mir gut zu. Spindral ist ein Verrückter. Seine Zustimmung bedeutet nichts. Du bist Abschaum und wirst sterben. Ist das klar? So wie ich das sehe, hast du uns gesagt, dass Zash große Stücke auf das gibt, was Spindral sagt. Wenn Spindral von uns, oder von mir in dem Fall, begeistert ist, dann ist Zash das wahrscheinlich auch. Solange Zash nicht sagt, dass du uns hinüber machen sollst, bist du nur ein Hund, der bellt und nie beißt. Soll mir das Angst machen? Du bist nichts. Vergiss das nicht. Und jetzt zu deiner zweiten Prüfung. Lord Zash hat für dich eine spezielle Prüfung vorgesehen, an der du sicherlich scheitern wirst. Begib dich zu Inquisitor Sinn in den Gefängnissen. Er wird dir die Details mitteilen und wahrscheinlich für dein baldiges Ableben sorgen. Yay, auf geht's ins Gefängnis. Los geht's. Unterschätzt mich nicht, Harkun. So einfach sterbe ich nicht. Spar dir deine Prahlerei. Ich will dich erst wiedersehen, wenn du in den Gefängnissen warst. Das wäre alles. Das ist ein bisschen wackelig formuliert, muss ich sagen. Ich könnte einfach einen Fuß reinsetzen, wieder herkommen. Aufgabe nicht erfüllt, aber ich war in den Gefängnissen. Und davon hätte er dann was gehabt. Naja, ansonsten, wie gesagt, ich spiele meine Inquisitorin ganz gerne aufmüpfig. Ich ärgere Harkon so viel ich nur kann. Er kann uns schließlich nichts. Solange Zash nicht entscheidet, dass wir, ja, entfernt werden. Wie gesagt, tut er uns überhaupt nichts.
So, das wären jetzt mal die Gefängniszellen. Grüß dich, Inquisitor Sinn. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Harkun hat mir sehr hier genau laufen nur Verrückte rum. Ihr wurdet in Sklaverei geboren, doch ihr müsst eure alten Eigenschaften ablegen und lernen, die neuen zu beherrschen. Ich habe die ideale Aufgabe, um das zu bewirken. Ich will euch diese sabbernde Missgeburt von einem Akolyten vorstellen. Er wird euer Opfer sein. Okay, und was genau ist meine Aufgabe? Was genau wird von mir verlangt? Vor kurzem kam es an der Akademie zu dem, was wir als nicht autorisierten Mord bezeichnen. Ein Streit zwischen Schülern forderte ein Todesopfer. Befragt ihn. Bringt ihn dazu, dass er euch den Schuldigen nennt. Um jeden Preis. Um jeden Preis also? Alles klar. Kein Problem für mich. Ausgezeichnet. Dann an die Arbeit. Ich freue mich darauf, euch zuzusehen. Na, dann wollen wir mal. So, grüß dich, Clara. Eins vorab. Ich bin nicht hier, um dir weh zu tun. Hilf mir, dann helfe ich dir. Belügst du mich, tue ich dir weh. Haben wir's dann? Bitte tut mir nichts. Ich weiß doch gar nichts. Ich habe dich noch gar nichts gefragt. Werte ich das jetzt mal als grundsätzlich falsche Einstellung? Es wird alles gut, Alif. Ich will nur reden. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was ihr wollt. Und ich sag's euch gleich. Ich weiß von nichts. Nochmal, ich habe dir noch nicht eine Frage gestellt. Und trotzdem sagst du immer wieder, du weißt nichts. Wäre es nicht möglich, dass du doch was weißt und einfach nur nicht reden willst? Das macht es nur noch schmerzhafter. Wie oft muss ich es denn sagen? Ihr wisst doch, wie das ist. Akolyten prahlen nun mal. Man will eben nicht schlecht dastehen. Es war nur dumme Angeberei. Ich habe nichts gesehen. Das könnte sein. Akolyten sind ja Protz und Prahl von links nach rechts. Da kann das schon sein, was er sagt. Ich bin hier, um zu helfen. Warum sollte ich euch vertrauen? Ihr könnt mir nicht helfen. Ihr könnt mich nicht beschützen. Selbst wenn ich etwas wüsste, dann wäre ich tot. Oder noch schlimmer. Das glaube ich dir irgendwie nicht mehr inzwischen. Das klingt, als ob ihr doch etwas wüsstet. Was? Nein, nein, das habe ich nicht gemeint. Ich habe schon zu viel gesagt. Ich kann es euch nicht erzählen. Er wird mich töten. Das heißt, du hast was gesehen und willst nur nicht. Ich habe dich am Anfang gewarnt, wenn du mich belügst, dann wird's hässlich. Bitte, hört auf. Ich tue alles, was ihr wollt. Na dann, spuck's aus. Sagt mir, wer den Schüler ermordet hat. Das kann ich nicht. Ich kann nicht. Wenn ich ihn verrate, tötet er mich. Oder es kommt noch schlimmer. Ich glaube, die Platte hat einen Sprung. Hatten wir das nicht schon mal? Das sollte sich lieber für mich lohnen. Aufhören! Bitte! Schon gut. Schon gut, ich rede ja. Dafür wird er mich zwar umbringen, aber ich rede. Der Mörder ist ein Schüler namens Esor Kain. Ihr müsst mich beschützen, sonst wird er mich töten. Naja. Das ist nicht mein Problem. Wohl nicht. So läuft es doch immer. Kein Problem geht irgendwen etwas an, bis ihm jemand ein Lichtschwert an die Kehle presst. Wenn ich Glück habe, bringt Kain mich einfach schnell um. Ich drück dir die Daumen. Na gut, Problem gelöst. Ihr braucht es mir nicht zu sagen. Ich habe den Namen klar und deutlich gehört, auch wenn ich mir wünschte, es wäre anders gewesen. Esor Kain. Kains Meister ist Mitglied im Rat der Sith. Es wäre töricht, ihn herauszufordern. Jedenfalls ist diese Prüfung beendet. Ich werde Aufseher Harkun meine Empfehlung aussprechen. Ihr dürft zu ihm zurückkehren. Wunderbar. Keine Folter mehr? Aber ich habe doch gerade erst angefangen. Ich weiß, es ist schwer aufzuhören, wenn man gerade in Fahrt ist. Vielleicht später, falls ihr die Prüfungen überlebt. Ja, bestimmt. Euch zuzusehen war mir eine wahre Freude, Akolyt.
Ich wünsche euch viel Erfolg bei den weiteren Prüfungen. Danke, danke. Erfolg kann man immer brauchen. Ja, jetzt am schönsten Sommer aufhören. Also, zurück zu Hakun. Und das bringt mich zu meiner imperialen Lieblingsklasse, dem Kopfgeldjäger. Naja, mal wieder Hutter, mal wieder natürlich Nemro der Hutte und naja, wartet's mal ab. Großartige Geschichte. Die Absteige kommt mir irgendwie bekannt vor. Wir sind fast fertig. Sieh zu, ob du das Sicherheitsnetzwerk aktivieren kannst, Marco. Verstanden, Brayden. Wir werden... Hallo? Und was für ein Hallo. Die Hauptattraktion ist hier. Leute, das ist das Mädchen, auf das wir all unsere Hoffnungen setzen. Der beste Schütze, den ich kenne. Und Nerven aus Stahl. Sie ist wie gemacht für die große Jagd. Was sagt ihr? Bereit, euer Team zu treffen? Wohin? Knie oder gleich in Kopf? Mein Team. Das gefällt mir. Gewöhnt euch daran. Um die große Jagd zu gewinnen, braucht ihr Unterstützung, Struktur und Informationen. Gehen wir die Sache ganz offiziell an. Das hier ist Marco, ein kleines Genie, das ich vor Jahren auf Nar Shaddaa aufgelesen habe. Ihre Spezialgebiete sind Aufklärung und Technik. Ich hoffe, ihr seid so gut, wie der alte Mann sagt. Und der große Brocken da ist Jory. Er kümmert sich um die Schwerarbeit und den Schutz unserer Operationsbasis. Unglaublich reich und berühmt? Da bin ich dabei. Schön, euch beide zu treffen. Gehen wir an die Arbeit. Genug der Vorstellungen. Kommen wir zum Geschäft. Wir sind hier, weil die große Jagd losgeht. Die kleine Marco kennt sich in der Jägergeschichte aus wie kein anderer diesseits von Geonosis. Und sogar sie weiß nicht genau, was die große Jagd alles beinhaltet. Aber ich kenne die Namen von allen Gewinnern der großen Jagd. Der Blutwürdige, der Verfinsterer, Jula Nachtbringer. Jeder Kopfgeldjäger, der eine große Jagd gewonnen hat, erlangte unglaublichen Ruhm und Reichtum. Darum sind wir hier. Das klingt doch fantastisch. Ruhm und Reichtum. Zwei meiner Lieblingswörter mit R. Was machen wir zuerst? Bis jetzt weiß ich nur das. Es gibt bei der großen Jagd zwei Gruppen. Die mandalorianische Elite und die freien Kopfgeldjäger, die von einflussreichen Verbrecherbossen unterstützt werden. Einen Mandalorianer können wir aus euch nicht mehr machen. Ihr braucht also einen Schirmherren. Nemro der Hutte kontrolliert diese stinkende kleine Stadt. Der Schurke schuldet mir noch etwas. Ich könnte euch also vorstellen. Marco, scanne alle Kopfgeldjägerziele in der Umgebung. Ich will den übelsten, brutalsten und gefährlichsten Abschaum, den du finden kannst. Wenn dabei die rote Klinge? Übler Schurke, komm sofort. Wir müssen zumindest die Leute hier in der Umgebung davon überzeugen, dass ihr einen großen Namen als Kopfgeldjäger habt. Dann kontaktieren wir Nemro. Marco wird Gerüchte über eure außerplanetarischen Aktivitäten streuen. Aber ihr müsst auch hier einen beeindruckenden Fang machen, um diesen Ruf zu bestätigen. Alles klar. Das heißt, wir haben eine Menge zu tun. Sind wir mal froh, dass wir Marco haben, nicht wahr? Gibt es auch etwas, das die Kleine nicht kann? Sie kann nicht so gut mit Waffen umgehen wie ihr. Wozu bräuchten wir euch sonst? Hab was. Seht euch das an. Vex, Kurilianer. Unglaublich schnell im Abzug. Gesucht wegen Überfällen auf 15 Soldstationen des Imperiums. Soldstationen. Perfekt. Dieser Vex ist entweder verrückt oder süchtig nach Ruhm. Und gefährlich ist er offensichtlich auch. Hier steht, dass Vex einen Unterschlupf im Gossenviertel hat.
mitten im Chaos. Das wird lustig. Ein Feind von Nemrod im Hutten hat einen Teil der Stadt übernommen. Es ist gefährlich, dort herumzustöbern. Aber ihr habt keine andere Möglichkeit. Überfallt den Unterschlupf von Vex und findet etwas, das auf seinen Aufenthaltsort hinweist. Seid für alles bereit. Gossenviertel in Jiguna. Ja, davon hat's vier. Denn vier Viertel von Jiguna sind Gosse. Das hilft nicht unbedingt, um den zu finden. Ihr entschuldigt mich, aber ich muss einen Unterschlupf ausheben. Seid vorsichtig da draußen. Na gut, dann machen wir uns doch gleich mal ans Werk. Ruhm und Reichtum, unheimlich viele Credits. Es gibt unzählige Möglichkeiten, den Kopfgeldjäger zu spielen. Ich bevorzuge die mandalorianische Art, das heißt, der Auftrag ist zu befolgen, ganz egal wie er aussieht. Wenn man ihn mal angenommen hat, wird er auch ausgeführt. Auftraggeber werden nicht verraten. Ansonsten hält man sich an Ehre, an einen Ehrenkodex, das heißt, Unschuldige oder Hilflose werden nicht umgebracht, sondern wenn möglich wird der Gegner in einem fairen Duell besiegt. Jo, dann würde ich sagen, wir fangen gleich an und sehen uns dann, wenn wir Informationen zu Vex haben. Bis gleich dann. So, das sieht mir verdächtig nach dem Unterschlupf von Vex aus. Mal sehen, ob er selbst hier ist oder ob was gefunden werden kann, was wir gegen ihn einsetzen können. Bisher sind wir nur auf der Suche nach Informationen. Ja, in Deckung gehen, das hilft. Ich meine, wir nutzen Raketen und Blaster und später Flammenwerfer und noch mehr Raketen und noch mehr Blaster. Und habe ich schon die Raketen und Blaster erwähnt? Jetpack und Flammenwerfer, da hilft Deckung bestimmt. Gut, der hatte es hinter sich, bevor er auf den Stuhl gefallen ist. Na, hat ja auch viel Schönes. Wunderbar. Naja, für jemanden, der imperiale Soldstationen überfällt, war das ein bisschen dünn mit der Basisverteidigung. Na gut, wir gehen mal zurück zu Brayden. Der wird sich bestimmt über die Infos freuen. So, Brayden, ich habe eine Menge Infos. Guck mal da. Ich sage ja nur, dass ich an ein paar Missionen teilnehmen möchte. Ich kann schon ziemlich gut mit dem Blaster umgehen. Alles ist besser, als hier mit dir und unserer Ausrüstung rumzusitzen. Das ist gemein. Nichts für ungut, Großer. Na, sieh mal an, wer da zurückkommt. Wie war's? Habt ihr etwas gefunden? Ja. Das hier. Vex hat ein Datenpad in seinem Unterschlupf gelassen. Fantastisch. Her damit, dann sehe ich mir an, was ich damit anfangen kann. Ach, das hätte ich mitbringen sollen, ja? Ich hab dich auch ganz gerne dabei. Du bist mir bisher sehr sympathisch. Nur ein bisschen viel Alkohol vielleicht? Die Freude ist ganz auf meiner Seite, Großer. Sieh mal an, wer heute gut gelaunt ist. Hey, Brayden. Wie war's in Nemrus Palast? Wird der Hutte unseren Jäger empfangen? Ich habe Vorarbeit geleistet, aber wir sind noch nicht so weit. Was hast du? Ein Datenpad aus dem Unterschlupf von Vex. Habe die Verschlüsselung in Rekordzeit geknackt. Seht euch den letzten Eintrag an. Dieser Vex macht ziemlich genaue Aufzeichnungen. Hier ist eine Rechnung für ein fairen Ticket, das er heute gekauft hat. Wir müssen schnell sein. Nur die Mutigsten schaffen es zur großen Jagd. Und Vex ist ein mutiges Ziel. Er ist ein Meisterschütze und absolut gnadenlos. Wie sieht's aus, Jäger? Bereit, Vex im Alleingang zu erledigen? Kein Problem. Du hast allerdings noch eine Eigenschaft vergessen. Vex ist unheimlich eingebildet. Ach ja, und seine große Klappe muss man extra abknallen. Ich bin immer bereit. Genau das wollte ich hören. Wenn ihr sofort aufbrecht, könnt ihr Vex am Fährenhafen abfangen, bevor er entkommt. Bringt mir seine Erkennungsmarke als Beweis, dass ihr ihn ausgeschaltet habt. Alles andere könnt ihr behalten. Dann würde ich sagen, machen wir uns gleich mal auf die Socken zum Fährenhafen. Da hätte ich sowieso gerade noch ein bisschen was zu erledigen. Für eine Klientin hier aus Jiguna.
Was bist denn du für einer? Hey Mädel, ihr seid bestimmt das süßeste Ding, das jemals einen Blaster in die Hand genommen hat. Du bist der besoffenste Typ, den ich hier bis jetzt gesehen habe. Wenn ihr etwas Geschäftliches zu besprechen habt, fahrt fort. Ich habe tatsächlich etwas Geschäftliches zu besprechen. Meine Partnerin Sinny und ich bilden Kopfgeldjäger aus. Wir haben einen kleinen Bereich, in dem man neue Ausrüstung testen kann. Wollt ihr Brayden mal wirklich beeindrucken? Dann wird Sinny euch zeigen, was sie drauf hat. Okay, deine Sinny zeigt mir, was sie drauf hat und Brayden ist beeindruckt? Wenn ihr das schafft, bin ich beeindruckt. Na gut, wir machen es erstmal auf den Weg zum Raumhafen. Bis gleich. So, Jeek, da sind wir wieder. Ich hab deinen Tributblödsinn dabei. Fantastisch. Okay, was haben wir denn da eigentlich? Was genau sind das für Geschenke? Kratai abtikte irprit vertini savasia savebe kaijis. Huttenroben, in der kleinen Kiste. Das glaubst du auch selber nicht. Jake, von diesem Punkt an hat die Sicherheit der Operation oberste Priorität. Ihr werdet uns nicht noch einmal von diesem Terminal aus kontaktieren. Wie ich es verstehe, habt ihr Jakes Fehler korrigiert. Wir werden nun fortfahren. Alles klar. Verstanden und bestätigt. Eure nächste Aufgabe besteht darin, Nemros inneren Kreis zu infiltrieren. Präsentiert euch dem Hutten als Verbrecher, die rote Klinge, und bietet ihm Jakes Geschenke an. Eines der Geschenke ist mit einem Abhörgerät versehen, mit dem wir die Gespräche in Nemros Palast überwachen werden. Und wenn ich erwischt werde? Wenn jemand mich verdächtigt, was sollte ich dann tun? Benutzt euer Urteilsvermögen. Oh, jeden zum Schweigen, das habe ich aber nicht mit. Jeglichen Verdacht, wie es angemessen ist. Aber denkt daran, an diesem Punkt ist unser oberstes Ziel das Aufspüren von Schwachstellen in Nemros Organisation. Selbst wenn der Hutte sich uns nicht anschließt, können wir vielleicht seine Stellvertreter beeinflussen. Sprecht mit Nemro und seinen Männern. Findet heraus, wer angeworben und wer beeinflusst werden kann. Wir werden zuhören. Sollte nicht sonderlich schwierig sein. Kriegen wir hin. Ich melde mich, sobald ich Neuigkeiten habe. Passt auf, wie ihr euch ausdrückt. Wenn ihr im Huttenpalast seid, seid ihr keine Imperiale mehr. Kontaktiert mich von der Kantine aus, sobald Nemro seine Geschenke hat. Aufseher, Ende. Oh, und neue Stiefel gab's. Na endlich, der Sumpf da draußen ist schon echt schlimm. Die Hälfte davon ist in meinen Stiefeln. So, Nemros Palast. Das könnte interessant werden. Relativ groß. Prunk, Protz, eine Menge Zeug. Aber was ich noch vermisse, sind Wachen. Scheint ja ziemlich schlampig zu sein, wie der seinen Palast sichert. Okay, zwei Wachen. Immerhin. Palast oder Kantine? Das ist hier die Frage. Hallo, meine Liebe. Grüß dich. Sagt nichts. Benehmt euch ganz beiläufig. Wir sind alte Freunde, die sich zufällig wieder treffen und sich erzählen, wie es ihnen ergangen ist. Spion! Ein gemeinsamer Freund hält es für wichtig, dass ihr neue Fähigkeiten und Waffen erlangt. Ich habe dazu ein Treffen in Jiguna für euch organisiert. Jetzt täuscht vor, dass wir unser Wiedersehen beenden und gehen. Ganz beiläufig. Noch offensichtlicher ging's ja wohl nicht. Es war schön, euch wiederzusehen. Wir bleiben in Verbindung. Das tun wir, Klinge. Passt auf euch auf. Richtig, wir sind ja inzwischen die rote Klinge. Dann sollten wir den ganzen Kram vielleicht mal bei Nemro abladen. Sieht ja interessant aus. Wichtige Leute. Die Piratin ist auf dem Weg. Den Sicherheitsdroiden nach ist sie bewaffnet.
aber sie wird kein Problem darstellen. Wollen wir es hoffen. Da ist sie. Ich werde es dem Boss sagen. Hier, Karels. Sag dem Thronsaal, dass die Klinge da ist. Wir werden erwartet. Das ist ja nett. Wenn Nemro auftaucht, haltet euch mindestens 5 Meter von ihm entfernt und bewegt euch nur auf sein Geheiß hin. Ein falscher Schritt und ihr seid ein Haufen Asche. Man könnte fast meinen, sie hätten Angst. Macht ihr euch Sorgen, dass ich Ärger mache? Ich befolge nur die Regeln. Euer Ruf eilt euch voraus und wir wollen keine Probleme. Ich bin nicht hier, um Probleme zu machen. Ich bringe Geschenke. Darf ich vorstellen, Nemro der Hutte. Das sind die kürzesten 5 Meter aller Zeiten. Ein außergewöhnlich hässlicher Hutte. Und ich mag ihn nicht. Naja, hier, paar Kleinigkeiten. Schmuckstücke, großer Nemro, mehr nicht. Nicht schlecht. Nemro, die Figuren hier sind aus echtem Aurodium. Der Stoff sieht aus wie... Manama Asha Bijo. Ach, das ist schön. Fantastisch. Und schon haben wir ein Zimmer im Palast. Ich danke euch vielmals. Das ist ein ziemlich beeindruckender Palast. Kikunamo. Ubanchone Alipa, Istin Koto. Konchuta, Kasu Yali Koira, Tokanti Kong. Eure Audienz bei Nemro dürfte damit beendet sein. Schon? Verzeiht uns bitte diese Störung. Es wird gerade interessant. Ich arbeite für diesen Hutten schon seit er meine Bande getötet hat, als ich 13 war. Glaubt mir. Wenn er so ist, könnt ihr nicht mit ihm reden. Er hat deine Bande gekillt und du dienst ihm jetzt? Warum? Es scheint, dass euer Boss ein hitziges Gemüt hat. Warum geht ihr nicht? Weil Nemro Macht besitzt und klug ist. Ich hätte es zwar gerne, wenn er seine Angelegenheiten gesitteter erledigen würde, aber ich beschwere mich nicht. Es gibt Probleme mit dem Fatra-Clan, die uns alle betreffen. Fatra tanzt aus der Reihe. Aber das Huttenkartell ist bis jetzt noch nicht eingeschritten. Warum? Ich meine, die Hutten sind ja so in Familienclans organisiert. Und ein bisschen wie die Mafia. Wenn es schlecht fürs Geschäft ist, wird es eher friedlich geregelt. Also geht es um eine geschäftliche Streitigkeit. Worum bekriegt ihr euch? Um alles. Die Minen, die Fabriken, den Sklavenhandel. Und jetzt entschuldigt mich bitte. Ich muss die Situation mit der Sicherheit besprechen und Todlasen davon abhalten, etwas Törichtes vorzuschlagen. Inzwischen seid ihr unser Gast und habt unsere Zustimmung, hier Geschäfte zu machen. Fühlt euch hier wie zu Hause. Wir sehen uns später. Grüß dich, Kallio. Na? Nicht so gesprächig, wie? Dann geh halt einfach an mir vorbei. Boah, ist das unfreundlich. Naja, wie auch immer, wir haben ein eigenes Zimmer im Palast. Ich würde sagen, das schauen wir uns gleich mal an. Also wenn das halt mindestens doppelt so groß ist wie der Thronsaal, gehe ich wieder. Oder wenigstens ein paar Geschenke dort sind. Ich meine, ich habe Nemro auch was geschenkt. Das kann man ja erwidern. Und sei es auch nur ein kleines Päckchen Gummibärchen auf dem Kopfkissen. Oh, scheint ja doch recht groß zu sein. Doch, ich glaube, das könnte man sich gefallen lassen. Wenn Nemro klug ist, hat er wahrscheinlich Abhörgeräte hier installiert. Wir suchen einfach mal. Das hier ist, denke ich, der leichteste Ort dafür. So leicht, dass dort kein Mensch was verstecken würde. Okay, probieren wir mal was Schweres.
In dem Schraubverschluss könnte man leicht was verstecken. Tja. So viel dazu. Ich glaube, zweimal den gleichen Trick wird er nicht abziehen. Deshalb halte ich die anderen... Okay. Anderen Flaschen für sauber. Wie wär's denn mit der Lampe hier? Hat auch Strom und recht groß. Bingo. So, dann haben wir was am Fernsehsessel. Wir haben was am Arbeitstisch. Und dann bräuchten wir noch was hier drüben im Freizeitbereich. Das heißt, einer der beiden Tische wäre vielleicht noch ein Kandidat. Bingo. Alles klar. Das wären auch die Geschenke gewesen. Dann können wir mal nach Hause telefonieren. Gut gemacht, Agent. Das Abhörgerät funktioniert einwandfrei. Nemro kann nun nichts mehr vor uns verbergen. Der imperiale Geheimdienst kam zu dem Schluss, dass Nemros menschlicher Lieutenant Karels Jarvis das schwache Glied bei seinen Operationen ist. Ihr müsst den Mann manipulieren, bis er uns dient. Sollte nicht sonderlich schwer sein. Es sollte nicht schwierig sein, ihn zu manipulieren. Hört die mich? Bedauerlicherweise verliert Karels zunehmend Nemros Gunst, während der Twi'lek-Lieutenant Todlasen ein aufgehender Stern ist. Ich möchte, dass ihr Karels aufsucht und ihm eure Dienste als rote Klinge anbietet. Tut, was nötig ist, um sein Ansehen bei Nemro zu steigern. Dazu wäre es hilfreich zu wissen, warum er irgendwie Probleme hat. Was hat Nemro gegen Karels? Karels Arbeit leidet aufgrund der Angriffe des Fatra-Clans. In Nemros Augen ist das nur eine inakzeptable Ausrede für sein Versagen. Noch eine Sache, Agent. Diese Operation hat die Aufmerksamkeit eines Mitglieds des Rats der Sith auf sich gezogen. Schon wieder die Sith. Die von Darth Yadus persönlich. Der Rat unterliegt nur der Autorität des Imperators selbst. Es ist eine seltene Ehre, dass eine Geheimdienstoperation solch ein Interesse auslöst. Na super. Die Sith machen den Imperialen eigentlich ständig nur Probleme. Ich glaube, ich verstehe, Sir. Ich werde euch nicht enttäuschen. Erstattet Bericht, sobald ihr herausgefunden habt, wie ihr Karels helfen könnt. Aufseher, Ende. Na gut, dann wollen wir mal. Wir haben eine Menge zu tun, oder? Zunächst mal vielleicht wieder bei Karels melden. Der muss ja eine Menge Probleme haben und eine Menge Aufgaben zu lösen haben, sonst... Ja, kann ich mir nicht vorstellen, wie er sich bei Nemro wieder einschmeicheln möchte oder seinen Wert beweisen möchte. Das heißt, wir bohren ihn mal an. Wer ist denn das jetzt? Warum die Eile, Klinge? Erinnert ihr euch nicht an mich? Euer alter Freund, Deno Rey? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ihr damals auf Hoth so hübsch wart. Aber ihr könnt keine Hochstaplerin sein. Ihr kennt euren Freund, Deno. Ja, natürlich, kein Problem. Du weißt ja, wie dieser Forth ist. Das ist saukalt und da trägt man ein bisschen dickere Klamotten, besonders wenn man so dürr ist wie unsere kleine Katar hier. Natürlich erinnere ich mich an euch, Deno. Wie lange ist es her? Ein bisschen zu lange, wie ich meine. Wie sich herausstellt, haben wir ein Problem. Wisst ihr, ihr seht nicht wie die Klinge aus, die ich kenne. Die Klinge, die mir Credits schuldet. Aber ihr sagt, ihr wärt die Klinge, meine hübsche Freundin. Also nehme ich euch beim Wort und bitte um mein Geld. Ihr versteht? So, und da haben wir als Agent jetzt natürlich mehrere Möglichkeiten. Wir können einen auf stark machen. Die Klinge hatte schließlich einen sehr berüchtigten Ruf und lässt sich nichts gefallen. Können ihn direkt umblasen. Oder wir können so, na, er meint ja hübsche Freundin. Wir können uns da versuchen, ein bisschen rauszuflirten. Das können tatsächlich nur weibliche Charaktere an der Stelle. Und ja, wir könnten außerdem versuchen, ihn zu bestechen. Ich würde sagen, wir zeigen ein wenig Stärke. Wie wär's denn? Ich verstehe genau. Ihr seid eine Ratte, die sterben muss. Ach ja? Mal sehen, was ihr so drauf habt, Klinge. Das würde dich sehr freuen. Da hatte ich hier schon ein bisschen mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin.
Naja, mit der roten Klinge legt man sich besser nicht an. Ja, sorry für die Sauerei. Da wird wohl nachher einer wischen müssen. Klinge, kommt rüber. Schön zu sehen, dass euch der Palast gefällt. Hört zu, in 5 Minuten muss ich mich mit ein paar durchgeknallten Fremdlingen treffen. Und ich wollte euch etwas fragen. Ihr seid doch schon weit rumgekommen. Wie ist es mit dem Imperium, Geschäfte zu machen? Das ist jetzt natürlich eine gefährliche Frage. Wenn er irgendwas vermutet, dann sollten wir das Imperium nicht zu hoch loben. Aber vergraulen dürfen wir natürlich auch nicht. Darf ich fragen, warum ihr das wissen wollt? Es gibt kaum noch echte Unabhängige. Ich beneide euch darum. Aber ihr gehört zu einer aussterbenden Rasse. Die Hutten haben die Kontrolle über die Banden. Und ich denke, schon sehr bald werden die Republik und das Imperium die Kontrolle über die Hutten haben wollen. Selbst wenn Nemro das nicht glauben will. Sollten wir uns für eine Seite entscheiden müssen, will ich mich für den Sieger entscheiden. Und ich denke nicht, dass das Imperium verliert. Das sehe ich ähnlich. Ob ihr es mögt oder nicht, aber das Imperium scheint die Zukunft zu sein. Das hoffe ich. Und nicht nur aus geschäftlichen Gründen. Meine Söhne sind freie Händler. Sie arbeiten zurzeit im Solus-System. Es ist das erste Mal, dass sie mit dem Imperium zu tun haben. Und ich mache mir Sorgen. Vielleicht sollte ich das nicht. Aber ihr wolltet etwas von mir. Was kann ich für euch tun, Klinge? Wie wäre es mit einer kurzen Partnerschaft? Solange ich hier bin, könnte ich jemanden gebrauchen, der sich auf Hutter auskennt. Ihr kennt Hutter ziemlich gut, aber euch fehlen meine Fähigkeiten. Ich dachte, wir könnten uns für ein Geschäft zusammentun. Im Ernst? Normalerweise käme das nicht in Frage. Aber gerade könnte ich tatsächlich jemanden gebrauchen, der im Alleingang Resultate erzielt. Nemro brodelt in seinem Schleim, seit er eine Erzlieferung im Evoki-Gebiet verloren hat. Aus irgendeinem Grund gibt er mir dafür die Schuld. Die Evoki sind die Eingeborenen von Hutter. Sie waren schon hier, bevor das Kartell ankam, und sie würden uns am liebsten tot sehen. Wenn ihr mir die Lieferung bringt, werde ich euch gut bezahlen. Das klingt doch nach einem Deal. Dann machen wir mit. In Ordnung. Ich bin interessiert. Dann springt für uns beide etwas heraus. Außerhalb von Jiguna gibt es ein Arbeitslager. Nemro hat es für ein paar Evoki errichtet, die Frieden wollten. Schlechtes Geschäft. Arme Narren. Ihr Anführer dort, Odev, sollte die anderen Evoki-Stämme davon überzeugen, das Erz zurückzugeben. Aber er hat es nicht geschafft. Irgendwas weiß er aber. Und jetzt entschuldigt mich, ich habe noch andere Termine. Aber ich bin gespannt, ob die Rote Klinge ihrem Ruf gerecht werden kann. Mit Sicherheit. Na gut, dann mal auf zu den Evoki. Wir haben ein paar Erzkisten zurückzubringen. Okay. Schon wieder alle da? Die haben mir nur kleine Aufgaben. Aber gut, die sind vor mir los. Man vor mir wieder da. Ich passt schon. Darauf gefreut, noch einen von euch niederzustrecken, aber die Mühe werde ich mir wohl sparen können. Und es kommt nicht überraschend, dass Nilok verschwunden ist. Auch nicht, dass Fawn seine erste Prüfung bestanden hat. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er auf euch allen herumtrampelt. Ich reiß euch in Stücke, genau da, wo ihr steht, Abschaum. Nur Geduld, Fawn. Ein Unfall in den Gräbern ist viel überzeugender. Ihr anderen kennt eure nächste Aufgabe. Geht. Ich will mit Fawn und unserem Nachzügler reden. Und jetzt zu dir, Sklavin. Sinn sagt, dass du dich gut geschlagen hast. Und auch wenn ich es kaum glauben kann, ist Lord Zesh mit deiner Entwicklung zufrieden. Yay. Zweifellos hat dir Sinn irgendwie geholfen. Aber bei deiner nächsten Prüfung musst du ohne seine Hilfe auskommen. Vor dir und Fawn liegen Prüfungen des Verstandes. Prüfungen, die eure Fähigkeit testen werden, die Macht zu verstehen und Probleme zu lösen. Glaubt dann aber ihr, bitte was angemessen ist. Intellektuell ebenbürtig sein kann? Ich wurde von den größten Lehrmeistern unterrichtet. Beruhige dich, Fawn. Das halte ich für höchst unwahrscheinlich. Darum habt ihr unterschiedliche Prüfungen. Ach, der größte Waffenexperte. Kann man Blindgänger produzieren? Also wie gesagt, bitte irgendwas Angemessenes, was dem intellektuellen Level zwischen uns gerecht wird, ja? Diese Großzügigkeit rührt mich zu Tränen.
Du schaufelst nur dein eigenes Grab. Phone, du wirst in die Bibliothek im ersten Stock der Akademie gehen und die folgenden Texte für Lord Zesh übersetzen. Ja, Aufseher. Tief im Inneren des alten, monsterübersäten Grabs von Mark Ragnos gibt es ein Holochron voller dunkler Geheimnisse, das in einem großen Steinmonument eingeschlossen ist. In 1000 Jahren hat noch niemand herausgefunden, wie man das Holochron aus seinem steinernen Gefängnis befreien kann. Bring mir dieses Holochron, oder du wirst sterben. Das nenne ich doch mal eine angemessene Aufgabe. Seit 1000 Jahren haben die dunkelsten und gefürchtetsten Sith versucht, das Ding zu kriegen. Erfolglos. Und der andere geht in die Bibliothek und darf ein paar Texte übersetzen. Fantastisch. Ja gut. Machen wir leicht, oder? Hört sich besser an, als eine verstaubte Bibliothek zu besuchen. Gähm. So etwas kann nur ein Idiot von sich geben. Bring mir das Holochron oder bete, dass dich der Geist von Mark Ragnos selbst von deiner jämmerlichen Existenz befreit. Geh jetzt. Na dann. Hey, super, Level 4. Gratulation. Gut, wir haben eine Aufgabe. Wir haben mal wieder ein Grab zu besuchen und mal wieder eine schwere, unlösbare Aufgabe. Wir sehen uns dann bei der Lösung. Ich habe inzwischen noch eine Armbrust, 3 Ziegen, eine Trompete und einen, der so machen kann, zu besorgen. Wir sehen uns nachher. So, Lille, ich habe mich schon ein bisschen durch den Hangar von Vex durchgeballert, wie ihr sehen könnt. Die meisten machen gerade ein kleines ausgedehntes Nickerchen. Und da oben sehen wir Vex. Dann bin ich mal gespannt, ob der wirklich so gut ist, wie alle behaupten. Was ist das? Eine Art Gesetzeshüter? Ich hätte nie gedacht, dass der schneidige Vex einem hässlichen, bestialischen Fremdling in die Falle geht. Ernsthaft? Ich denke nicht, dass schneidig das Wort ist, das ihr sucht. Ha! Aber ich weiß etwas, das ihr nicht wisst. Vex ist kein gewöhnlicher, dahergelaufener Schläger. Oh nein! Vex ist der schnellste Schütze der Galaxis. Vex kann euch die Ohren so schnell abschießen, dass ihr euch nicht einmal mehr schreien hört. Schnellster Schütze, ja. Schnellste Klappe hast du auf jeden Fall. Zeigt's mir. Das war ja noch richtig gemütlich. Betrügerin! Na? Naja, wenn man sich nur auf Blaster verlässt und der andere eine mandalorianische Rüstung und Raketen hat, dann gehen solche Gefechte eben so aus. Na gut. So viel zur Vex-Auftrag ausgeführt. Dann würde ich sagen, mal fix zurück zu Braden. Wir haben schließlich jetzt demnächst ein Date mit einem Hutten. Der soll ja richtig beeindruckt werden von uns. Da bin ich mal gespannt, was sich Braden so ausgedacht hat. So, Braden, Vex wäre erledigt. Was kommt als nächstes? Hey, Kollegen, ich bin Jory Braden. Oh. Mist. Was ist passiert? Ist der alte Mann... Ja. Große Kacke. Sieht so aus, als sei er tot. Und Jory auch. Nein. Der alte Mann ist wirklich tot, aber er war verdammt. Er war verdammt? Wer war das? Das ist die nächste wichtige Frage. Wartet. Ihr hattet etwas damit zu tun. Ach komm, mach dich doch nicht lächerlich. Erstens wärst du dann auch schon tot und zweitens wäre ich schon nicht mehr hier. Wenn das wahr wäre, wärst du auch tot. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Es ist nur... Ich kenne Braden schon seit Jahren. Ich weiß, dass ihr keinen Grund hattet, ihn zu töten. Ich kann nur nicht fassen, dass er fort ist. Oh Mann. Ja gut, sie kennt Braden schon seit sie ein kleines Kind ist und das trifft sie natürlich extrem hart. Trotzdem darf das nicht auffallen.
muss einen Weg geben, herauszufinden, was passiert ist. Ihr habt recht. Es gibt einen. Ich habe mit Jory ein Überwachungssystem in diesem Raum installiert. Alles, was hier passiert ist, sollte aufgezeichnet worden sein. Stellt den Monitor an. Mal sehen, wer das getan hat. Und dann beschuldigst du mich, ohne dass du dir sowas vorher angeguckt hast. Selbst wenn ich es wäre, wäre das dann clever? Oh Mann. Verdammt. Jemand hat die Aufzeichnung beschädigt. Teile davon lassen sich aber noch abspielen. Also los. Eine Bewegung und ihr seid tot. Wenn ihr wisst, was gut für euch ist, zieht ihr euch langsam und vorsichtig zurück. Oh, ich weiß ganz genau, was gut für mich ist. Die große Jagd zu gewinnen wird nicht nur gut, es wird großartig. Nach meinem Sieg wird der Name Taro Blatt in der ganzen Galaxis bekannt sein. Und ich berechne extravagante Preise für meine Dienste. Nicht wahr, Selin? Die höchsten in der Galaxis. Nur die Reichsten der Reichen werden sich eure Dienste leisten können. Taro Blatt. Ein Träumer und ein Speichellecker, fantastisch. Vor 10 Jahren wurdet ihr bei der großen Jagd beinahe von den anderen Mandalorianern verkrüppelt. Ach das, das war nur ein Missgeschick. Dieses Mal werde ich gewinnen. Und das wird um einiges leichter, wenn meine Konkurrenz nur noch aus meinen mandalorianischen Gefährten besteht. Dieser Twi'lek-Vibro-Klingenmeister von Ord Mantell? Erledigt. Der Chiss-Droiden-Konstrukteur mit der Vorliebe für Sprengstoffe? Erledigt. Jetzt muss ich nur noch euren Schützling ausschalten. Kunta Chuta, Kasuyali Kunira, Kanki Kum. Das ist ein Irrtum. Die Regeln verbieten lediglich das Töten eines Konkurrenten, bevor die Zeit gekommen ist. Deshalb sind die erwähnten aufstrebenden Talente auch noch am Leben. Ich habe sie nur aus dem Rennen genommen. Und wie bremst man einen anstürmenden Gundark, Selin? Indem man ihm seine Beine wegschießt. Indem man die Crew des Neulings beseitigt. Ich warte derweil draußen unschuldig und nichts ahnend. Jory, erschießt ihn! Oh Mann. Zu spät, alter Mann. Taro Blatt werden wir noch hassen lernen. Dieser Mistkerl. Er hatte nicht einmal den Mut, sie selbst zu töten. Seine Schergen haben es für diesen Feigling getan. Und jetzt? Das Großmaul, das dafür verantwortlich ist, behauptet, er sei Taro Blatt. Er ist eine große Nummer, selbst für einen Mandalorianer. Taro Blatt hat von Anfang an Aufsehen erregt. Es heißt, dass sich alle gegen ihn verbündet haben, als er bei der großen Jagd mitgemacht hat. Das heißt, jetzt mogelt er und hofft, dass er damit durchkommt. Ich weiß nicht, überwacht das denn keiner? Dieses Mal mischt er die Karten wohl lieber gleich zu seinen Gunsten. Wenn es stimmt, was er sagt, dann hat er auch schon ein paar andere Konkurrenten ausgeschaltet. Taro Blatt ist bei der letzten großen Jagd nur knapp mit dem Leben davon gekommen. Er war jahrelang ans Bett gefesselt. Ziemlich üble Verletzungen. Wenn Blatt wirklich die große Jagd gewinnen will, ist unsere beste Chance, ihn zu kriegen, dass wir euch eine Teilnahme verschaffen. Okay, das heißt, wir gehen weiterhin zu Nemro und schauen, dass er unser Schirmherr wird, richtig? Ich bin hier, um die große Jagd zu gewinnen. Das hat sich nicht geändert. Das Problem ist, dass Brayden unsere gesamten Credits ausgegeben hat, damit wir hierher kommen. Wir sitzen auf diesem blöden Planeten fest. Nemro der Hutte ist der einzige Verbrecherboss in der Gegend, der genug Einfluss hat, um euch bei der großen Jagd zu unterstützen. Wir brauchen ihn jetzt dringender als je zuvor. Wenn niemand weiß, dass Brayden tot ist, sollte ich eigentlich ein Treffen mit Nemro für euch arrangieren können. Dazu werde ich so ziemlich jeden Gefallen einfordern müssen, den ich kann. Und ich brauche die Erkennungsmarken von euren Zielen. Das sollte für 2 Beerdigungen reichen. Damit ich das richtig verstehe. Ihr habt Geld dafür bezahlt, um hierher zu kommen? Nach Hutter? Wow. Ihr müsst echt verzweifelt und ausgebrannt sein. Ich kannte sie nicht gut, aber ich würde ihnen gern die letzte Ehre erweisen. Dazu haben wir keine Zeit. Ihr müsst sofort zu Nemro. Brayden würde es verstehen und Jory würde darauf bestehen. Ich habe getan, was ich konnte, um euren Ruf aufzubauen. Aber nun müsst ihr sogar noch beeindruckender sein. Nemros Feinde lauern überall in der Stadt. Schaltet ein paar von ihnen aus, bevor ihr zum Palast geht. Das wird dem Hutten gefallen. Ja, nichts leichter als das.
Also nehmen wir ein paar Straßenbanditen auseinander. Kinderspiel. Wir sehen uns wahrscheinlich beim Hutten das nächste Mal. Dranbleiben. So, dann schauen wir mal dem Iwoki, der weiß, wo das Erz ist. Ihr sagtet, ihr würdet das Erz zurückbringen. Ich habe getan, was ich konnte. Sie, die anderen Stämme, wollten nicht hören. Wenn ihr das sagt... Sehr nette Methoden. Hey, seid ihr die Rote Klinge? Ich habe gehört, dass ihr kommt. Wir wollten den Anführer ein wenig für euch weichklopfen. Aha, zu dritt. Gegen einen Alten. Super. Oh Mann. Klar, er sieht ja auch wirklich furchterregend aus. Verschwindet von hier. Ja? Gut. Ruft uns, wenn ihr uns braucht. Der glaubt wirklich, hätte was Gutes gemacht, oder? Ich bin Odef von den Iwoki, Anführer der Wurm, heiliger Hüter der Geschichten. Ich grüße euch in Frieden und ich bin dankbar. Naja, gegen Ende hin wird der Satz ein wenig... Naja, er verliert jedenfalls an Würde. Okay, wir spielen ein bisschen guter Cop, böser Cop. Also fragen wir einfach mal. Geht es euch gut? Braucht ihr einen Arzt? Nein, danke, aber nein. Ihr seid wohl wegen der Erze gekommen. Ich schwöre, einer der anderen Stämme hat eure Lieferung angegriffen. Iwoki, die keinen Frieden wollen. Dafür, dass Nemro so viel für uns getan hat, sprach ich mit meinen fehlgeleiteten Brüdern. Aber sie werden Nemros Metalle nicht zurückgeben. Das ist schlecht. Sie verhandeln nicht einmal? Die Stämme... Sie haben die Lieferung gestohlen, um die Hutten zu ärgern und es selbst zu verwenden. Sie werden Waffen bauen, Maschinen. Sie haben die Metalle zu ihrem großen Dorf in den Sümpfen gebracht. Und dort kommt allerhöchstens ein Tier oder ein Schatten hinein. Sucht die Lieferung dort, wenn ihr wollt. Ich wette, ein Rancor kommt auch rein. Und da läuft das unter Tier? Danke. Ihr wart eine große Hilfe. Ich leiste nur meinen Beitrag. Ich will nur Frieden. Ja, fantastisch. Seht ihr, man muss nicht immer die Leute zammstiefeln. Da reicht auch hin und wieder mal ein freundliches Wort. Die wollen einem ja nichts Böses. Gut, dann organisieren wir mal ein paar Erze. So, das war ein bisschen Gerenne durch die Sümpfe, bis wir die ganzen Kisten hatten. Aber geschafft ist geschafft. Immer langsam, Klinge. Bleibt eine Weile bei mir. Wir hatten noch keine Gelegenheit zu reden. Doch, Kalio-Gelegenheit hatten wir schon. Das ist nur bevorzugt. Ich bin Kalio. Zu schweigen. Ich kümmere mich für Nemro um die ganzen guten Sachen. Die Waffen, seine Truppen, die Sicherheit seines kleinen Palastes. Ihr habt doch etwas Zeit für mich, oder? Eigentlich im Moment nicht so sehr. Ich habe es gerade etwas eilig. Ihr werdet euch beeilen müssen. Wahrscheinlich begierig darauf, ein paar einheimische Köpfe abzureißen. Zu sehen, wer dumm genug ist, den harten Kerl zu spielen. Ich bin interessanter, versprochen. Ihr habt einen fiesen Ruf, wisst ihr? Ich habe gehört, dass ihr genau hier den armen Deno Rey ermordet habt. Worum ging es da, Klinge? Er war gerade danach. Er hat mich angegriffen. Ich habe mich nur verteidigt. Es ist zu schade. Er hat ein hübsches Gesicht, bis ihr es verunstaltet habt. Ich würde ja tippen, ihr und Deno hattet irgendwas am Laufen. Ihr hattet einen Grund, in Nemros Haus zu kommen. Vielleicht Geld, vielleicht Macht. Ich stelle mir vor, dass ihr Ärger macht, Klinge. Dass ihr blutrünstig seid und verräterisch. Ich hätte nämlich Spaß daran, einen blutrünstigen, verräterischen Piraten im Auge zu behalten. Die ist irgendwie komisch. Ihr habt eine seltsame Vorstellung von Spaß, Lady. Ich langweile mich schnell. Selbst Perversionen von Hutten werden mit der Zeit schal. Wenn ihr Ärger machen wollt, lasst euch ruhig Zeit. Ich würde euch nur ungern einen Blaster an den Kopf halten oder ein Sklavenhalsband umlegen, bevor ich nicht alles gesehen habe, was ihr drauf habt. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ihr könnt jetzt gehen. Och, das ist aber nett. Passt bloß auf, meine Freundin. Sonst... Ne? Hütet euch, Kalio. Ich werde euch hüten. Und meinetwegen ihr mich.
Die ist wirklich komisch. Ich glaube, die ist als Kind ein paar Mal vom Wickeltisch gefallen. Oder wurde zu heiß gebadet. Oder beides. Fatra wird nicht damit aufhören, unsere Rohstoffe zu stehlen. Er wird sich weiterhin an unserem Gaseinschluss bedienen und unsere Ausbeute halbieren. Oka kisa spida perupa. Kadwa shiniko higa danulia. Stellt euch nicht dumm, Totlasen. Fatra muss uns nicht die Kunden stehlen, wenn er uns kein Gas zum Verkaufen übrig lässt. Und wir können ihn ohne Hilfe nicht stoppen. Punyukichawa Joto Jamba. So ein Narr. Entschuldigt, Totlasenklinge. Legitime Geschäfte bringen das Schlechteste in uns zum Vorschein. Ja, kenne ich. Da vermisst man fast normale Verbrechen. Aber vielleicht könnt ihr meinen Tag ja aufheitern. Habt ihr die Lieferung gefunden? Natürlich. War ein bisschen stressig, aber haben wir. Klingt ja fast, als hättest du schon den nächsten Auftrag. Ich habe sie wieder beschafft, wie besprochen. Das Geld wurde auf euer Konto transferiert. Es steht euch zur Verfügung, sobald ihr zurück auf eurem Zimmer seid. Ihr habt es euch redlich verdient. Ich würde euch einen Drink spendieren, aber ich muss zu Nemro. Wir sollten uns aber ein andermal unterhalten. Ihr leistet gute Arbeit. Wir werden uns bestimmt noch unterhalten. Das weiß ich zu schätzen, Karels. Viel Glück mit dem Hutten. Danke, ich werde es brauchen. Na dann schauen wir doch gleich mal wieder auf unser schönes Zimmer, ob wir da neue Geschenke finden. Wäre vielleicht nicht das Schlechteste. Wobei jedes Mal aufs Zimmer kommen und erstmal nach Wanzen suchen, ist vielleicht auch nicht unbedingt die schönste Vorstellung von Freizeitgestaltung. Scheint friedlich zu sein. Mal eine nette Abwechslung hier auf Chiguna. Die Operation schreitet gut voran, Agent. Dank eures Einschreitens hört Nemro wieder auf Karels Jarvis Rat. Ich habe euer Treffen mit Nemros Sicherheitschefin Kalio verfolgt. Ihr habt euch gut geschlagen. Aber bleibt wachsam. Wir haben sie als Attentäterin, Vollstreckerin und Anarchistin identifiziert. Sie hat für ein Dutzend Auftraggeber in halb so vielen Jahren gearbeitet und dabei mehrere Tarnungen benutzt. Die kommt also weit rum. Ich sehe mich vor. Nein, sie könnte sich für uns noch als wertvoll erweisen, solange sie nicht loyal gegenüber Nemro bleibt. Beobachtet sie. Kommen wir jetzt zum Wichtigen. Nemro betreibt eine große Schwaschgasmine auf Hutta. Das Imperium bringt Zugang zu Nemros raffiniertem Gas. Leider zapft Fatra denselben Gaseinschluss an wie Nemro. Wir müssen Fatras Operationen im Rostlager beenden, bevor Nemros zum Stillstand kommen. Ich könnte alles anzünden. Also ein Sabotageakt. Richtig. Ihr werdet euch zu Fatras Minenanlage begeben, Sprengsätze im Bohrschacht anbringen. Eigentlich wollte ich nur einen Witz machen. Zerstören und einen Teil des Gaseinschlusses zum Kollabieren bringen. Ihr müsst euch die Uniform und Ausweise einer der Wachen dort besorgen, um am letzten Sicherheitskontrollpunkt vorbeizugelangen. Eine gute Tarnung ist zwingend notwendig. Kein Problem. Ich werde mich tarnen, dass selbst du mich nicht wiedererkennst. Das scheint mir kein Problem zu sein. Eure Tarnung wird einem genaueren Blick wohl nicht standhalten, also geht Unterhaltungen aus dem Weg. Die Sprengsätze befinden sich bereits in eurem Zimmer. Sobald ihr fertig seid, kehrt zu Karels Jarvis zurück und sorgt dafür, dass er erfährt, was passiert ist. Streicht die Anerkennung ein, wenn ihr wollt. Du hast meine Verkleidung noch gar nicht gesehen. Du kannst nicht sagen, dass sie das... Hör zu, Glatze. Okay, ist der Vorgesetzte. Beruhigen, wird schon alles gut werden. Ich kümmere mich darum. Gibt es sonst noch etwas? Eine Sache noch, Agent. Darth Yadus interessiert sich mehr und mehr für unsere Arbeit. Erfolg oder Versagen wird er entsprechend belohnen und ich werde nicht einschreiten. Erstattet mir Bericht, sobald ihr die Mine zerstört und Karels von den Ergebnissen berichtet habt. Aufseher, Ende. Na dann... Eigentlich wollte ich nur einen Witz machen, diese Gasblase zu sprengen oder anzuzünden. Es ist für gewöhnlich recht ungesund, sich auf einem riesen Gaslager zu befinden, während man die ganze Angelegenheit anzündet oder sprengt. Oh Mann. Naja, dann mal los. So, wir haben es bis zu dem Grab geschafft, haben hier auch alle Gegner schon besiegt. Jetzt stehen wir vor einem großen Steinmonument
Und dort werden wir wohl früher oder später das Holocron bekommen. Vorausgesetzt, wir kriegen es raus, wenn er nicht der Erste ist, der daran scheitert. Okay, Gewalt funktioniert also nicht. Probieren wir es doch mal mit Gelaber. Frieden gibt es nicht, nur Leidenschaft. Das fand das Holocron nicht so gut. Okay, Bestien greifen an, das war wohl nicht der richtige Weg. So viel mal dazu, dann würde ich sagen, wir probieren gleich mal das nächste aus. Letzten Endes könnten wir ganz frustriert Blitze drauf schießen. Nicht, dass das helfen würde, aber vielleicht fühlt sich unsere Kleine dann etwas besser. Geh endlich auf, verdammt! Wollt ihr mich verarschen? Typ über 1000 Jahre und keiner der dunklen Herren kam auf die Idee, Blitze zu schießen? Okay, und ich hatte wirklich ein kompliziertes Ritual erwartet. Na gut, dann bringen wir das mal zum Aufseher zurück. Es sollte ja nicht allzu lange dauern. Bis gleich. Okay, mit dem Holocron zurück zu Hakun. Als nächstes wird er uns wahrscheinlich beschuldigen, dass das nicht das Gesuchte ist, sondern dass wir das irgendwo geklaut haben. Aber immerhin sind noch alle Leute da wie beim letzten Mal. Das hat ja auch viel Schönes. Hoffentlich hast du das Holocron und verschwendest meine Zeit nicht. Eine Fälschung. Oder vielleicht aus der Bibliothek gestohlen. Natürlich. Ich befasse mich noch später mit dir. Es ist Zeit für eine weitere Demonstration. Gear, tritt vor. Ja, Aufseher. Phone, töte ihn. Mit Vergnügen, Aufseher. Der zuckt noch. Gear soll euch als Beispiel dienen. Von hat ihn problemlos vernichtet, so wie er euch alle vernichten wird. Hat noch jemand Einwände? Nur eine Anmerkung vielleicht. Wenn sich der andere gewehrt hätte, hättest du eingegriffen. Also hat's keinen Sinn gemacht. Hauptsache, Von steht gut da, nicht wahr? Ihr macht uns nur stärker, Hakun. Und deine Kommentare beschleunigen nur deinen Tod, Made. Die anderen von euch kennen ihre nächste Prüfung. Geht. Sklavin, du bleibst hier. Nun, du hältst dich wohl für besonders schlau, weil du das Holocron erlangt hast, was? Also weißt du, dass es das Richtige ist? Ich bin beeindruckt. Ich bin einfach und schlagbar. Du kannst froh sein, dass dich Lord Sesh nützlich findet. Und jetzt zu deiner Prüfung. Die letzten dunkelsten Geheimnisse von Tulak Hort verbergen sich in seinem Grab. Lord Sesh will diesen Text. Aber die letzte Ruhestätte des toten Lords ist nur schwer zu erreichen. Schon viele haben dort ihr Leben gelassen. Ach, schon wieder ein Grab. Ja, super. Die alte Nummer. Ihr schickt mich in ein Grab, um etwas Unmögliches zu tun, hofft auf meinen Tod und ich komme trotzdem wohlbehalten zurück. Schweig endlich! Ich kann dein Gespött nicht mehr hören. Komm erst dann wieder, wenn du den Text aus Tulak Horts Grab hast. Und jetzt geh mir aus den Augen. Du könntest dich auch einfach umdrehen, dann musst du mich auch nicht mehr sehen. Wäre für uns beide wahrscheinlich einfacher. Naja, wir waren schon lange nicht mehr in dem Grab. Nee, Moment. Wir waren bisher nur in Gräbern. Naja, wir sehen uns dann nachher wieder. So, und da sind wir auch schon in Nemros Palast. Die Kantina kennt ihr wahrscheinlich noch. Wir sind jetzt auf der anderen Seite. Zweiter Thronraum. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Wird ja Zeit, dass wir uns dem Hutten mal vorstellen. Da ist er ja, die hässliche Schnecke. Sieg? Wow. Eine super Party. Wow.
Wir sind dran, super. Seht mal, Boss. Kleines Frauchen bettelt um Aufmerksamkeit von mächtigem Nemo. Du bettelst gleich um Gnade. Ich fühle mich geehrt, eure Anwesenheit genießen zu dürfen, großer Hutte. Soll mir recht sein. Naja, zur ersten Sache, du solltest mich unterstützen, weil ich die Jagd gewinnen werde und dann steht dein Name da mit drauf, ne? Kleines bisschen was investieren für einen Riesenerfolg. Und zum anderen, sagst du etwa, Marco lügt? Marco sagte auch, ihr wärt ein mächtiger Hutte, Nemro. War das eine Lüge? Na, nicht unbedingt, nee. Wenn es Geld bringt, erledige ich jedes Ziel. Na gut. Ein Kopf für einen Haufen Credits und die Teilnahme an der großen Jagd. Klingt fair. Ich bringe den Kopf. Verstanden. Seid vorsichtig, kleiner Kopfgeldjäger. Huttenfluch ist mal in einen Palast eingebrochen. Hat jede Menge Captains und mächtigen Hutten umgebracht. Ja, dazu möchte ich im Namen der gesamten Belegschaft herzlich gratulieren. Beeindruckt bin ich trotzdem nicht. Na schön, wir haben unseren ersten Auftrag. Ein Kopf bringen. Schließlich sind wir Kopfgeldjäger, warum also nicht? Gut, dann sehen wir uns, denke ich, bei Huttenfluch in dem Sumpfdorf der Evoki. Bis gleich. So, wir sind im Evoki-Sumpfdorf. Hier drin muss irgendwo der Huttenfluch sein. Und ich habe das Gefühl, mit dem Kopfgeldjäger flutscht Hutter ein bisschen schneller als mit dem Agenten. Weniger Blabla, mehr mach. Nemro hat jemanden gefunden, der so skrupellos ist, mein Dorf zu zerstören. Seid ihr stolz auf euch? Ziemlich. Dreckige Mörderin. Werdet ihr jetzt auch noch die Frauen und Kinder abschlachten? Nee, muss ja nicht sein. Ist nicht Teil meines Auftrags. Nur deinen Kopf brauche ich. Den Rest kannst du ja behalten. Komm, wächst doch wieder nach. Außer euch muss niemand sterben, Huttenfluch. Es gibt keinen Grund, ihn zu töten. Die Hutten schlachteten uns wie Verbrecher ab, obwohl sie sich selbst einfach bereichert haben. Ja, dieser Planet gehörte schon immer den Evoki, lange bevor die Hutten kamen. Ihr seid eine Kriegerin. Ihr müsst doch verstehen, warum wir für unser Erbe kämpfen. Eigentlich habt ihr wahrscheinlich sogar recht, aber ich habe einen Auftrag. Langweilt mich nicht mit eurer Politik. Ihr verschwendet eure Zeit, Geistoberhaupt. Das ist nur wieder außerplanetarischer Abschau. Zeit zu sterben. Kommt und fallt durch meine Klingen. Boing. Hatte Bumse, macht unten ist er. Eilt zu Hottenfluch! Naja, hat ja nicht lange gehalten. Man kommt halt nicht mit Messern zu einer Schießerei. Das kann ganz übel schief gehen. So, mal ganz kurz ein bisschen Körperkraft und Zeug wieder auffüllen. Und dann, ja, ui, den kriegen wir bald, da freue ich mich drauf. So,
Wer stört? Hier ist Marco. Ich habe ein paar Informationen für euch. Hoffentlich gute. Hast du etwas über die große Jagd oder Braydens Mörder herausgefunden? Das und noch mehr. Ich war ziemlich fleißig. Der Mann, der Brayden getötet hat, war wirklich Taro Blood. Eine große Nummer von Alderaan. Nachdem er die letzte große Jagd verpatzt hatte, brauchte Taro Jahre, um wieder Unterstützung von den Mandalorianern zu erhalten. Die große Jagd ist ein mandalorianischer Brauch. Für ihr Volk gelten andere Beitrittsregeln. Da Taro ein Mandalorianer ist, konkurriert er mit ihnen um die Teilnahme. Im Moment kauft er die anderen Mandalorianer, damit sie sich nicht wieder gegen ihn verbünden. Naja, als jemand von Alderaan, wenn er zu einem Adelshaus gehört, hat er genug Kohle für so einen Schwachsinn. Ich werde Brayden rächen, ganz egal, was ich dafür tun muss. Das wollte ich hören. Im Moment geht es nur darum, Nemro zu beeindrucken. Nur mit seiner Unterstützung können wir an Taro Blood herankommen. Oh, noch eine Sache. Als ich mich von Brayden und Jerry verabschiedet habe, habe ich bemerkt, dass mir jemand gefolgt ist. Er war wie ein Stammesangehöriger von einem anderen Planeten gekleidet. Groß, hatte eine weiße Knochenmaske auf, wie ein Totenkopf. Weiße Knochenmaske. Verstanden. Wollte der Kerl was von dir? Nein. Aber er muss bemerkt haben, dass ich ihn sehe. Also, Augen auf. Und jetzt zeigt diesem Hutten, wer der beste Kopfgeldjäger in der Galaxis ist. Kein Problem. Dann machen wir uns mal gleich auf die Socken und hauen dem Hutten auf die Schwänze. Wie auch immer, wir sehen uns gleich wieder im Huttenpalast. So, zurück in Nemros Palast. Wir haben den Kopf des Huttenfluchs. Dann bin ich mal gespannt, ob Nemro uns schon zur großen Jagd lässt. Ich würde sagen, nee, ist ein bisschen früh. Aber versuchen kann man es natürlich. So, Digga, zuhören. Tabatunta, sie stinkt nach totem Wilden. Ja, du duftest nach Blumenwiese. Da draußen ist ein Sumpf, verdammt. Naja, was soll ich erzählen? Ich bin in das Dorf gegangen, hab mir den Kopf genommen und bin wieder weg. Ihr wolltet einen Kopf? Ich habe ihn geholt. Anfängerglück, ja, ich sehe schon. Da weiß ich eine ganze Menge. Bandenkrieg zwischen dir und Fatras Truppen. Er versucht dich so kartellmäßig aus dem Weg zu räumen. Aber die Rote Klinge hilft dir und so weiter und so fort. Bisschen aufwendig. Sieht aus wie ein Revierkampf zwischen euch und einem anderen Hutten. Es ist ein Buchhalter. Okay. Strafe für Verrat ist, lass mich raten, Kopf ab. Können wir machen. Sollte ich sonst noch etwas wissen, bevor ich aufbreche? Kantina, Suppe draus machen oder was? Ah, ich sehe schon. Mache ich ungern, aber Auftrag ist Auftrag. Wenn jemand Probleme damit hat, wie ein Kopfgeldjäger die Aufträge erledigt, dann sollte man dem Kopfgeldjäger vorher vielleicht ein besseres Angebot machen. Das kann ich wohl tun. Schusssicher, na gut. Zu Judah, wenn ihr Credits wollt. Sie wird für toten Wilden bezahlen. Mit schusssicheren Geschichten werden wir fertig, indem wir zum Beispiel Raketen oder Flammenwerfer benutzen. Na gut. Dann würde ich sagen, wir sprechen mal mit meiner neuen besten Freundin Judah und dann machen wir uns auf den Weg, um Jals Kopf zu holen.
ich glaube, ich habe etwas für euch. Das trifft sich. Ich habe gehofft, dass ihr das sagen würdet. Frauen wie wir müssen doch zusammenhalten. Hier, bitte. Credits für den Kopf von Huttenfluch. Gute Arbeit. Merci. Fantastisch. So haben wir es gern. Alles klar. Dann sehen wir uns wieder, wenn wir bei Yalt sind. Bin gespannt, wie er sich rausreden will. Erklärungen haben die ja immer. Bis dann. So, da wären wir. Und Tarnung haben wir auch. Also ich finde meine Tarnung ziemlich hervorragend. Weiß der Geier, was dem Ausbilder da, dem Aufseher da schon wieder nicht gepasst hat. Wie auch immer, wir sprengen jetzt mal die... Kartellzugehörigkeit bestätigt. Siehste. Eintritt gewährt. Siehste. Terminal sagt, ich bin okay. Kamera sagt, ich bin okay. Dann bin ich auch okay. Der Aufseher doch keine Ahnung. Naja, wir sprengen jetzt erstmal diese Gasblase. Gasleck entdeckt. Aktiviere Lüftungssystem. Bereich bis zum Abschluss des Entlüftungsvorgangs abgeriegelt. Alle Minen und Sicherheitsdroiden werden zurückgerufen. Na, das war ja knapper als gewollt. Ich glaube, ich hink ein bisschen hinterher. Ja, sogar die Kleinen sind stärker im Level. Na gut, da muss ich wohl ein bisschen aufrüsten noch. Oder es wird ein bisschen spannender gegen Ende. Naja, jetzt machen wir uns erstmal zurück. Wir haben eine ganze Menge Quests abzugeben. Wir sehen uns wieder im Palast des Hutten. Bis gleich. Und wie versprochen, zurück im Huttenpalast. War ja ein ganz schönes Explosionchen, aber die Druiden hinterher waren ein bisschen fies. Hoffentlich wissen die das hier auch zu würdigen, was wir da machen. Ihr bekommt die blutigen Details, sobald ich mit Nemro gesprochen habe. Könnt ihr so lange warten? Das werde ich wohl müssen. Aber ihr habt mir nichts zu... Klinge, schön, dass ihr gekommen seid. Jedoch wollte ich Karels gerade sagen, dass ich nicht bleiben kann. Ich weiß, dass ihr das versteht. Nemro ist aber in der anderen Richtung. Das Mädchen ist nur schwer durchschaubar. Aber sie ist gut in dem, was sie tut. Das muss ich ihr lassen. Ja, was tut sie denn bisher? Rennt sie eigentlich nur die ganze Zeit weg? Was genau macht sie denn? Außer herumzustolzieren und einen Blaster zu tragen. Offiziell ist sie Nemros erste Vollstreckerin. Um die Wahrheit zu sagen, haben die meisten unserer Truppen Angst vor ihr, wodurch sie unsere Leute besser im Griff hat, als Fatra seine. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ihr hier seid. Diese Explosionen im Rostlager, ihr wisst nicht zufällig etwas darüber? Ja, ich habe einen hellen Blitz gesehen und einen lauten Knall gehört. Tja. Fatras Minen werden euch keine Probleme mehr bereiten. Ich wusste, dass ihr etwas damit zu tun hattet. Gute Arbeit, Klinge. Ich mag Leute, die die Initiative ergreifen. Da Fatras Minen in Trümmern liegen, können wir die Produktion erhöhen. Fatra wird sicher Rache üben wollen, aber wir werden vorbereitet sein. Ich habe etwas für euch. Ihr werdet es mögen. Ich werde es euch in euer Zimmer schicken. Das war gute Arbeit. Ihr habt euch mehr als nur Credits verdient. Das erinnert mich an etwas. Wie lange wollt ihr auf Hutta bleiben? So wie es im Moment läuft, würde ich sagen, noch eine Stunde. Wieso? Nicht mehr lange, wenn alles nach Plan läuft. Also, wenn ihr in ein paar Wochen noch hier seid, würde ich euch gerne meine Söhne vorstellen. Dann kommen sie von einer Handelsreise zurück. Und ihr würdet euch bestimmt gut verstehen. Denkt darüber nach, mir sage ich gar nicht. Und ich will euch nicht länger aufhalten. Ihr habt sicher noch etwas anderes zu tun. Darauf kannst du einen lassen. Ich habe noch eine Menge zu tun. Na gut, das heißt, es gibt Geschenke von Karels in unserem Zimmer. Geschenke sind immer was Feines. Was es wohl ist? Wahrscheinlich das gleiche Zeug, was wir vorher Nemro geschenkt haben. Dann hätte ich, glaube ich, ein Lachfisch und Leck unterm Tisch. Na los, Lunti. Wir dürfen keine Zeit verschwenden.
Zu spät. Hallo, ihr müsst die Klinge sein. Ja, grüß euch. Und ihr habt was vor, genau? Wollt ihr mir erklären, wieso ihr in meinem Zimmer seid? Nun ja, zuallererst werden wir gut bezahlt. Lunti hier installierte gerade ein Abhörgerät, bevor ihr dazwischen kamt. Jemand will wissen, was ihr vorhabt, aber der Plan ist jetzt wohl hinfällig. Bisschen dümmlich, nicht wahr? Wisst ihr was? Geht einfach. Lasst das Abhörgerät da, ihr habt es installiert, ich hab's gefunden und kaputt gemacht, ihr kriegt euer Geld und alle sind glücklich und zufrieden, ja? In Ordnung. Also, was ist der neue Plan? Euch zu töten ist der neue Plan. Ganz schlechte Idee. Tut mir leid. Gegen sowas bin ich erstmal allergisch. So. Du kannst jederzeit gehen. Es wäre kein Problem. Willst du nicht? Dann brauchst du ein Klappmesser. Ich habe ihnen eine faire Chance gegeben. Muss man ja wohl so sagen. Hey, Geschenke! Yay, Messer. Das gefällt mir tatsächlich. Sehr, sehr gut. Hey, die Putzfrauen haben es drauf. Ich habe die gar nicht gesehen. Nicht schlecht. Wie ich höre, läuft Nemros Schwarzgasproduktion wieder plangemäß, Agent. Ausgezeichnete Arbeit. Wenn ihr so weitermacht, lockert Darth Yadus vielleicht seinen Kontrollgriff. Ich fürchte aber, dass uns unvorhergesehene Umstände ein Problem verursacht haben. Du meinst es aber nicht die komischen Leute dahinter mir? Meint ihr die Leute, die in mein Zimmer eingebrochen sind? Nein, dabei handelt es sich um eine andere Sache, die ihr besser im Auge behaltet. Aber deswegen mache ich mir keine Sorgen. Vor 3 Tagen trafen Karels Jarvis Söhne auf einen Sith-Schüler im imperialen Raum. Es kam zu einem Streit, bei dem ein Sohn getötet und der andere verkrüppelt wurde. Wenn Karels hört, dass sein Sohn von einem Sith getötet wurde, wird er seine Sympathie gegenüber dem Imperium schnell ablegen. Wir können ihn nicht länger benutzen, um an Nemro heranzukommen. Na super, ich reiße mir den Hintern auf, um den Kontakt klar zu machen, mich gut mit ihm zu stellen, helfe ihm, wo ich nur kann und ein Sith, der sich nicht unter Kontrolle hat, macht alles kaputt innerhalb von Minuten? Das ist eine Geheimdienstoperation. Sith halten sich aus unserer Arbeit besser heraus. Die Sith tun, was sie wollen. Wir haben keine Kontrolle über sie und wir können nicht über sie richten. Das bedeutet nicht, dass sie recht haben oder dass wir ihnen bedingungslos gehorchen müssen. Dabei müssen wir aber mit Bedacht vorgehen. Wir müssen den richtigen Moment abwarten. Doch ich habe einen Plan, um dieses Problem zu lösen. Aber zuerst muss Karels aus dem Weg geräumt werden. Na super. Oh Mann. Seid ihr sicher, dass das nötig ist? Es ist bedauerlich, aber einen anderen Weg gibt es nicht. Ich schicke euch einen Computerstift mit einem Störprogramm. Begebt euch in Karels Gemächer und aktiviert den Computerstift, um seine Überwachungsmonitore auszuschalten. Dann könnt ihr Karels und seine Leibwächter eliminieren, ohne dabei gesehen zu werden. Sobald Nemros Leute die Sache untersuchen, werden sie das Störprogramm als republikanische Technologie identifizieren. Ja, klare Sache. Nemro wird dann vermuten, dass die Republik Fatras hilft und wird sich selbst mit dem Imperium verbünden wollen. Ziel erreicht. Ich will mehr darüber hören. Tod Larsen, Nemros Twi'lek-Berater rechnet bereits damit, dass Fatra Vergeltung für die Zerstörung seiner Minen übt. Wir müssen es so aussehen lassen, als ob die Republik Fatra geholfen hätte, Karels zu töten. Sobald Karels aus dem Weg ist, sprecht mit Tod Larsen über seinen Verdacht. Als Karels Freundin werdet ihr ihm versprechen, alles zu tun, um die Attentäter zu finden. Natürlich werde ich die Attentäter finden. Jeden Tag, wenn ich in den Spiegel gucke. Aber wie deichselig ist, dass die mir nicht die Rübe runterhauen? Und wie soll ich den echten Mörder finden? Jetzt begebt euch erst einmal in Karels Gemächer und setzt den Computerstift ein. Wir reden weiter, sobald Karels tot ist und Tod Larsen die Republik verdächtigt. Aufseher, Ende. Na, was ein Glück, dass ich denen blind vertraue. Und das total unwahrscheinlich ist, dass die mich hintergehen und ich hinterher von allen Seiten gejagt werde. Was bist du? Ah, auch Imperialagent. Level 8.
gut, dann mal rein mit uns. Was machst denn du da oben? Interessant, das ist mir noch nie passiert, dass ich jemanden ins nächste Stockwerk gesprengt habe und der mich immer noch beschießt. Na gut, was bist denn du? Level 8, Gold, Grenadier. Aua. Das wird eine Menge Schaden geben, fürchte ich. Tja, Karels. Was geht hier vor sich? Glaubt ihr, ihr könntet so einfach die Seiten wechseln? Verdammt sollt ihr sein! Ja, irgendwie, er kann nichts dafür. Er ist eigentlich, ja, echt in Ordnung. Und verdammt, ist halt für eine Familiensache. Auf der anderen Seite, der Aufseher sieht keine andere Möglichkeit. Okay, ich glaube, wir erklären es ihm und dann darf er selbst entscheiden, wie es weitergeht. Karels, ihr könnt lebend aus der Sache rauskommen, aber wir müssen zusammenarbeiten. Ihr wollt Gnade walten lassen? Ha! Euer Timing ist schlecht. Gerade jetzt habe ich Lust auf einen Kampf. Ich habe eben erfahren, dass meine Jungs tot sind. Irgendein imperialer Bastard hat sie getötet, weil sie nicht zu Kreuze kriechen wollten. Ja, das ist passiert, das waren die Sith, daran kann ich nichts ändern. Das tut mir auch leid, aber irgendwo muss man dann einen Schlussstrich ziehen. Warum wollt ihr das gleiche Schicksal wie sie erleiden? Weil ich mein ganzes Leben damit verbracht habe, mich keinen Schlägern oder Piraten zu beugen. Und ohne meine Söhne kann ich einen aussichtslosen Kampf kämpfen. Schön, euch gekannt zu haben, Klinge. Okay, wir haben es versucht. Er wollte nicht. Er macht eine Menge Schaden. Autsch. Ja. Ich mach kurz das Colto hier. Ah, das ist doch schon mal was. Na, immerhin. Ja, was ein Glück, dass der Coltotank da war. Nur mit so einem kleinen Medkit wäre das wahrscheinlich einigermaßen knapp geworden. Ja, furchtbares Verbrechen, armer Kerl. Wirklich armer Kerl. Ich hätte ihm wirklich gern geholfen, aber der wollte ja auch nicht. Na, so gab es wenigstens keinen Konflikt. Wir haben unseren Auftrag erledigt. Aufseher glücklich. Plan läuft. Wobei, ich hätte es ganz gern mal gesehen, was passiert, wenn der wirklich sagt, ja, ich flüchte, ich helfe dir, wie auch immer. Dann ist er nicht tot, dann ist er nur verschwunden. Wie läuft das dann hier mit der Story weiter? Das würde mich echt mal interessieren. Ich glaube, dafür müsste ich extra noch mal einen Agenten spielen und alle Möglichkeiten ausprobieren. Könnte aber sein, dass das einfach nicht geht, dass man machen kann, was man will. Piti do tenyago kaka jojo, da biska ku paliya. Tiniska tenaga wa ni tikospa inikudade. Nujanti jawa, jodo gegwanga joska. Chakita huta, kunta chuta, kasuya li kulira, kanki kung. Moment, da wurde jemand getötet? Was ist los? Wovon sprecht ihr? Karels ist tot? Manchi do di puna puna, kabuk nuni slemo. Kabano tase makipuna, mali tuta od mishka. Piti do tenyago kaka jojo, da biska ku paliya. Freund rechnen? Gerne. Natürlich helfe ich euch, keine Frage.
Ich werde tun, was nötig ist, damit die Mörder ihre gerechte Strafe erhalten. Habe ich schon erwähnt, dass Agenten verlogene Stücke sind? Kein Problem. Das wird allerdings nicht so ganz einfach. Ich kümmere mich darum. Könnte allerdings etwas dauern. Patogawata kiko uba kiliwata buki donko. Buka kampak nijit tonka yiliska chanaga. Eigentlich fast ein bisschen gruselig. Wie leicht diese Pläne funktionieren, die der Aufseher da rauslässt. Egal wie unwahrscheinlich die auch sein mögen. Irgendwie läuft's immer richtig fürs Imperium. Naja, wir sorgen ja auch dafür, dass alles klappt. Bin mal gespannt, wie er jetzt auf uns reagiert. Hier habt ihr euch also versteckt. Nett. Ist das Blut auf dem Boden frisch oder war das im Zimmerpreis inbegriffen? Soll ich dein Blut daneben packen? Macht sich bestimmt gut. Ihr hättet nicht herkommen sollen. Wir haben dieses Spiel bereits gespielt. Stimmt. Aber dieses Mal sind die Regeln etwas anders. Ihr wart überall in der Stadt, habt einen ziemlichen Leichenberg hinterlassen. Und ich weiß, was ihr mit Karels gemacht habt. Wie hat sie das rausgekriegt? Ihr seid auf etwas Größeres aus als Nemro. Ich bin nicht sicher, was es ist. Und ich weiß auch nicht, warum. Aber ich will dabei sein. Erstmal, ihre Überwachung muss wahnsinnig gut sein. Und sie wittert Profit, sonst wäre sie direkt zu Nemro gerannt. Das könnte eine üble Bestechungsaktion werden. Ich weiß nicht, wovon ihr da redet. Ich bin eine Frau mit Ambitionen. Und ich will nur meinen Anteil. Denkt darüber nach. Und denkt an das, was ich noch für euch tun könnte. Erlaubt mir zu antworten. Und was ist das jetzt? Wir wissen, wer ihr seid, Kalio Janis. Und wir sind bereit, euch ein Angebot zu machen. Ich bin der Aufseher. Ich repräsentiere den imperialen Geheimdienst sowie mein Agent hier. Wir wissen von euren Aktivitäten auf Ratatak, Ord Mantell und Brenthal 4 sowie euren Zugehörigkeiten. Eure Fähigkeiten sind nützlich und wir sind bereit, euch bei uns aufzunehmen. Ihr würdet eine fürstlich bezahlte Dienerin des Imperiums. Ich habe schon schlechtere Angebote bekommen. Was meint ihr, Agent? Wollt ihr mich auf eurer Seite? Ich meine, ich brauche eine Gehaltserhöhung. Fürstlich belohnt werde ich nämlich nicht. Naja, warum nicht? Klingt nach Spaß. Ich wollte mich eh verbessern. Also bin ich auf eurer Seite, solange ihr in dem Geschäft durchhaltet. Ich bin dabei. Aber nennt mich noch einmal Dienerin des Imperiums und ich schlage euch die Zähne ein. Charmant. Wir werden die Einzelheiten später besprechen. Und was euch betrifft, Agent, Todd Larsen ist davon überzeugt, dass Fatra, der Hutter, eine große Bedrohung fürs Geschäft ist. Gut gemacht. Jetzt müssen wir Todd Larsen Beweise liefern, dass Fatra von der Republik unterstützt wird. Der erste Schritt ist das Beschaffen einer Holodisk aus Fatras Palast. Die Disk enthält Holoaufzeichnungen von Fatras gesamten Geschäften. Der Hutte ist paranoider, als gut für ihn ist. Ihr werdet in sein Archiv einbrechen müssen, um sie zu bekommen. Dazu werden die Sicherheitscodes der Palastwachen nötig sein. Wie ihr schon sagtet, ein paranoider Hutte. Zur Kenntnis genommen. Sobald mit anderen Worten, halt die Klappe. Benutzt diesen Computerstift, um die Holodisk zu verändern, damit sie Treffen zwischen Fatra und republikanischen Offizieren dokumentiert. Bringt die Fälschung dann zu Todd Larsen. Das ist eine Menge Zeug, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Ich habe schon eine Idee. Eine Kleinigkeit im Vergleich zu meinen anderen Aufträgen. Wenn Todd Larsen überzeugt ist, dass seine Feinde Verbündete der Galaktischen Republik sind, dann wird er uns ohne Zweifel um Hilfe ersuchen. Wir sind im Endspiel. Kalio wird euch auf dieser Mission begleiten und unter eurem Kommando dienen.
Als ich das letzte Mal in Fatras Palast war, hatte ich so viele Aufputscher-Intus, dass ich mich eine Woche nicht beruhigen konnte. Das sollte unterhaltsam werden. Ja, unterhaltsam schon, aber wenn es geht, bitte ohne die Drogen. Denn Drogen sind schlimm, okay? Gut, dann machen wir uns mal auf die Socken. Level 7, Fatras Palast. Uiuiuiui, das wird nicht einfach. Bis dort dann. Ja, ja, die Gräber waren genauso spannend wie jedes Mal. Die Tafeln waren kein Problem. Ja. Und, ui, ja, Besuch. Bemerkenswert. Wunderbar. Du, Sklavin. Nein, Akolyt. Du hast mir dieses wunderbare Holokron aus Makaragnos Grab gebracht, nicht wahr? Ich glaube, das waren wir. Jawohl, ich habe das Holokron gefunden. Unglaublich. 1000 Jahre war es in diesem Grab verborgen. Sith Lords gingen daran vorbei. Und dann fand es eine ganz unscheinbare Person. Sag mir, wie hast du das gemacht? Ja, also da brauchte ich eine Armbrust, 3 Ziegen, eine Trompete und jemanden, der so machen kann. Und dann war das immer noch ein verdammt kompliziertes Ritual. Ich musste 7 Tukatas opfern und ihre Herzen verspeisen. Wirklich? Wie seltsam. Das habe ich auch versucht, aber es nützte nichts. Was du bisher getan hast, was? Dass du dieses Holokron und den Text aus Schlagerkorts Grab herbrachtest, fasziniert mich. Ich beobachte deinen Fortschritt mit Interesse. Ich setze große Hoffnungen in dich, Akolyt. Sehr große sogar. Ja, super. Dann müssen wir noch den Aufseher überzeugen, nicht wahr? Harkun scheint Fuhn zu bevorzugen. Harkuns einzige Aufgabe besteht darin, die Schwachen auszusortieren. Darüber hinaus ist seine Meinung unbedeutend. Viel Glück, Akolyt. Viel Glück. Glück habe ich immer. Glück habe ich wirklich immer. Also. Oh. Es fehlen 2. Die waren vorher irgendwo hier unterwegs. Ich wollte gerade Phone losschicken. Was hat dich aufgehalten? Ja. Wie wär's mit Lord Zesh? Also, zuerst wollte mir Lord Zesh sagen, wie unglaublich ich bin. Dann unterhielten wir uns und ich habe wohl die Zeit vergessen. Spar dir deine Märchen. Lord Zesh würde dich wie einen Giska zertreten, wenn sie dir jemals begegnen würde. Du bist ihrer Anwesenheit nicht würdig. Also, hast du den Text aus Tulakorts Grab? Sie? Los, bevor ich damit wieder verschwinde. Gib ihn mir. Zweifellos ist er schwer beschädigt. Das haben wir davon, wenn wir Abschaum die Arbeit eines Sith tun lassen. Richtig, Fon? Worauf warten wir, Aufseher? Warum erledigen wir dieses Insekt nicht hier und jetzt? Du hast eine große Klappe, aber kein Kampfgeschick. Ich will dich erst dann wiedersehen, wenn du die Korriban-Ausbilder zufriedengestellt hast. Das Trainingsgelände befindet sich im 1. Stock der Akademie und ist normalerweise nur den dunklen Lords und ihren Schülern vorbehalten. Das ist keine Beförderung. Und du wirst da oben mit niemandem sprechen, außer mit deinen Ausbildern. Verstanden? Du bist der Anwesenheit von Sith nicht würdig. Heißt das, du bist keiner? Stimmt, da steht weder Darth noch Lord. Da steht nur Aufseher. Bitte sagt mir, dass Fon auch kommt. Wir könnten so viel Spaß miteinander haben. Fon wurde schon von Kindesbeinen an im Kampf ausgebildet. Er ist ein echter Sith. Und es ist wahrscheinlicher, dass du dir deinen eigenen Arm abschneidest, als dass du je ein Sith wirst. Begib dich jetzt zum Trainingsgelände im 1. Stock. Ich würde die Ausbilder nicht warten lassen. Ach ja, unser Freund Harkon ist ja ein richtiges Schätzchen. Na gut, dann begeben wir uns gleich mal in den 1. Stock. Wie schwer kann es schon sein? Und ich muss darauf achten, mit jedem dort zu reden. Naja, so viele gab es hier oben im 1. Stock nicht, mit denen ich labern konnte. Aber wir sind im Trainingsgelände. Ich würde sagen, wir schauen uns da gleich mal um. Irgendeine Gemeinheit hat sich Harkon bestimmt wieder ausgedacht. Seid gegrüßt. Ihr erinnert euch doch an meinen Bruder und mich. Wir waren bei Harkon. Tut mir leid, dass es so enden muss. Uns gefällt das auch nicht besser als euch. Zumindest nicht viel besser. Okay. Ich kann mir schon vorstellen, was gleich kommt.
Wollt ihr es euch nicht nochmal überlegen? Hm? Das klingt verdächtig nach einer Drohung. Was habe ich euch denn getan? Tut mir leid, meine Liebe. Ich konnte euch wirklich gut leiden. Aber wir haben eine Abmachung mit Harkon. Wenn wir euch töten, dürfen wir nach Hause. Dürft ihr nicht, weil... Unautorisierte Tötung. Ihr landet in der Folterkammer. Vielleicht nicht so toll. Das wird in Bedauern enden. Wir wollen es ja gar nicht tun. Aber wir wissen, dass wir Fon nie besiegen und nie Sith werden können. So können wir wenigstens zurück nach Hause, und zwar lebend. Sei still, Balek. Die Zeit des Redens ist vorbei. Kämpft um euer Leben, Akolyt! Ups. Okay, du hast jetzt eine Chance aufzugeben. Du kannst noch gehen. Nö? Dann halt nicht. So eine Verschwendung. Eigentlich konnte ich den da auch ziemlich gut leiden. Bisschen schade um die beiden. Naja, das wird Harkon wohl bezahlen. Wir schauen einfach mal direkt runter zu ihm. Dann kann er uns das vielleicht erklären. Wow. Ja, inzwischen ist hier richtig viel los. Die Server wurden wieder einigermaßen zusammengelegt und seitdem platzt die ganze Landschaft wieder. Aber das erkläre ich euch, glaube ich, im regulären Let's Play dann. Jetzt geht es erstmal um Harkon und unseren lieben Sonnenbrand, der gerade irgendwie Kurier spielt. Sieh an. Endlich tauchst du doch noch auf. Ich dachte schon, du hättest einen dunklen Lord verärgert und wärst von ihm umgebracht worden. Von den anderen ist auch niemand mehr aufgetaucht. Wahrscheinlich sind sie tot. Was bedeutet, dass nur noch du und Fon übrig seid? Na gut. Und wo ist unser kleiner Sonnenbrand? Apropos Fon, er scheint auffällig abwesend zu sein. Träum weiter. Du hast so lange gebraucht, dass ich ihn weggeschickt habe. Für deine letzte Prüfung wirst du eine alte Karte aus der innersten Kammer aus Naga Sados Grab holen, die schon seit Jahrtausenden nicht mehr betreten wurde. Doch bevor du an die Karte gelangst, musst du einen uralten Attentäter, einen Dashort, erwecken, der in dem Grab schlummert. Ohne ihn kommst du nicht an sie heran. Verstanden? Ja, total. Mal wieder ein uraltes Grab mit einer unmöglichen Aufgabe. Wird ja super. Was ist so besonders an dieser Karte? Lord Zesh will sie. Oh, eine Sache noch. Du wirst mit Fon um diese Karte kämpfen. Wer sie zurückbringt, wird Lord Zeshs neuer Schüler. Der andere wird sterben. Und da Fon bereits aufgebrochen ist, gebe ich dir folgenden Rat. Spute dich. Einen Moment bitte. Lord Zesh, was macht ihr hier? Aufseher, wollt ihr mir sagen, dass ich, ein Sith Lord, eure Erlaubnis brauche, um mich frei in der Akademie umherzubewegen? Nein, natürlich nicht, Lord Zesh. Gut. Ich habe die Ankunft des letzten Akolyten gesehen und wollte den Hoffnungsträgern bei ihrer letzten Prüfung zusehen. Wo ist, wie heißt er gleich? Der Rote? Fon? Sonnenbrand. Er hat seine Prüfung schon frühzeitig beendet und ich hielt es nicht für nötig, ihn warten zu lassen. Schade. Ich bin eben mit der Übersetzung des Textes fertig geworden, den mir dieser Akolyt aus Tulakords Grab gebracht hat. Er ist sehr aufschlussreich. Ohne ihn wird man die Karte nicht bekommen können. Oh, armer Sonnenbrand, der Kleine tut mir fast leid. Gibt es einen Grund für diese Behauptung? Es ist zu spät. Fon ist bereits aufgebrochen. Ihr könnt nicht einfach... Einem Akolyten einen unfairen Vorteil verschaffen? Wann war das Sith-Dasein jemals fair, Aufseher? In Ordnung, mein lieber Akolyt. Um den Dashort zu befreien, musst du Folgendes tun. Überall in Nagasados Grab befinden sich Stäbe. Diese Stäbe sind der Schlüssel zu der Kammer, in der der uralte Attentäter eingesperrt ist. Du musst die Stäbe in der Kammertür platzieren und sie elektrisieren. Den genauen Grund kenne ich nicht, aber sicher ist, dass du ohne den Dashort nicht an die Karte kommst. Und sei vorsichtig, er ist sehr gefährlich.
Klingt ja fantastisch. Noch irgendeinen kleinen Tipp? Gibt es noch etwas, das ich über den Dashort wissen sollte? Er ist ein machtimmuner Attentäter. Und ich habe Grund zur Annahme, dass er von Tulak Hort selbst im Grab eingesperrt wurde. Ich werde zurückkehren, wenn beide Akolyten wieder da sind. Ihr werdet nichts mehr tun, was den Ausgang dieser Prüfung beeinflussen könnte. Verstanden? Ja, Lord Zesh. Gut. Und viel Glück, Akolyt. Fantastisch. Ein magieimmuner Attentäter und wir müssen ihn besiegen. Naja, habe ich ein Glück, dass alle meine Fähigkeiten irgendwie mit der Macht funktionieren. Na, wird bestimmt ein Klacks. Ich würde sagen, wir sehen uns im Grab, wenn ich dann vor diesem machtimmunen Attentäter stehe und mir überlege, wie ich da lebendig rauskomme. Bis nachher. So, wir sind mal wieder in Fatras Anlage. Wir haben diesmal keine Verkleidung zu sammeln und da hinten zu gucken. Stattdessen suchen wir hier einen Buchhalter. So, einer noch. Das Problem wäre gelöst. Fantastisch. So, das wären alle Beschützer. Dann bleibt ja nur noch Yalt. Na, mal sehen, was der zu sagen hat, um seinen Kopf zu behalten. Oh nein. Oh nein. Nein. Oh nein. 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 Bisher ein sehr beschränkter Wortschatz. Ich wollte Nemo niemals verraten, aber Fatra hat mir so viele Credits angeboten. Dann hat Fatra mich nicht bezahlt. Er hat mich eingesperrt. Hat gedroht, meine Frau umzubringen, wenn ich nicht seine Buchhaltung machen würde. Ich war so dumm. Bitte, 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 verschont mich. Ich werde alles tun, was ihr wollt. Okay. Ich hätte ja Mitgefühl mit deiner Situation, wenn dein ursprünglicher Antrieb nicht einfach nur eine Menge Credits gewesen wären. Was könntet ihr für mich tun, Yalt? Ihr müsst mich nicht töten. Ich werde einfach gehen und mit meiner Frau den Planeten verlassen. Und bevor ich gehe, lösche ich noch Fatras Konten. Fatras finanzieller Ruin wird Nemo so glücklich machen, dass ihm egal sein wird, was mit mir passiert. Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Ich habe nämlich auch, was deine Frau angeht, ziemlich genaue Anweisungen. Ich weiß immer noch nicht, was ich davon haben soll. Ich kann nur bestimmte Transaktionen mit Fatras Geld ausführen. Aber es gibt ein kleines Spesenkonto, das ich euch überschreiben könnte. Naja, probier's mal. Wenn es funktioniert, könnt ihr gehen. Gebt ihr einfach eure Daten ein. In Ordnung? Ich bin skeptisch. Also Credits zu euch und die anderen Konten löschen. Fatra hat gerade Tausende von Credits verloren. Tausende? Und das in den Bankaufzeichnungen sehen. Nemro wird erfreut sein. Kann ich gehen? Tausende spüren die nicht mal. Ihr habt euch zu viel zugetraut. Jetzt verliert ihr alles. Nicht die schönste Art, aber wirkungsvoll. Und ein paar Credits extra gibt's auch noch. Warum auch nicht? Alles klar, dann spielen wir Postbote. Wir haben ein kopfgroßes Päckchen zu seiner Frau zu bringen. Auftrag ist Auftrag. Kopfgeldjäger ist nichts für Leute mit arg viel Gewissen oder schlechten Nerven. Wir sehen uns gleich wieder in Nemros Palast. So, und wie versprochen, zurück in Nemros Palast in der Kantine. Wir haben schließlich noch was zu überbringen. Ich warne euch gleich vor, freundlich geht anders. Hallo, Yalt. Hallo, kann ich euch... Was ist das? Ein Yalt! Sack. Ich war... Das passiert mit Leuten, die Nemro verraten. Ich lass ihn einfach mal hier. Ein wenig fies, ich geb's ja zu. Na gut,
Wie gesagt, wir lassen ihn einfach mal hier. Ich glaube, die Schreie hat Nemro direkt gehört und wird zufrieden sein, nehme ich an. Ach, Hinterhalt. Ach, immer diese Rodianer. Oh, ich zähle bis drei. Genau das ist doch immer mein Ding. Du hast jetzt noch die Chance zu gehen. Ihr habt 3 Sekunden, um mir aus dem Weg zu gehen. Eins. Ukai. Tekalia shakula waska kwa porta nuta. Rondi kavaka yo petopa pupanda baka murishanita. Twita nino ni tanuva luria nita kwituta. 2. Saya tupi nu avatikona chidun nido kitoki. 3. Ibawa de loda numa. Tja, was will man da noch machen, ne? Mach nicht sowas. Diese Rodianerin war deutlich stärker, als ich dachte. Aber wer nicht hören will, muss halt fühlen, nicht wahr? Hi Judah, sorry für die Sauerei. Ich räume auf dem Weg nach draußen. Lauf nicht weg. Grüß dich Nemro, deine Wachen sind ziemlich lausig. Ki batu batu. Nakma noya choski nawi kuchuzu. Yo mata chitoya. Kanwa chine oiga. Anulio opa kisa spina perupa. Na. Ein zufriedener Kunde mehr. Fantastisch. Bringt mich in die große Jagd, Nemro. Stinkt total. Warum sollte dein Bestienmeister gegen dich intrigieren? Du hast ein ganzes Huttenkartell hinter dir. Ein Nicht-Hutte kann da gar nicht aufsteigen. Und warum soll ich zum Geier den Alarmhebel ziehen? Das stinkt. Ich hoffe, da ist auch kein Haken dran, Nemro. Naja, was kann einen schon erwarten in der Bestiengrube eines Hutten? Schlimmstenfalls, ich meine. Naja, der letzte Rancor, den ich gesehen habe, der wurde mit einem Knochen besiegt. Ihr werdet einfach immer beeindruckender. Ich könnte den ganzen Tag Buchhalter umbringen. Und der nervigen kleinen Kralle habt ihr es auch noch gezeigt. Hier, bitte, Credits für den Buchhalter. Armer kleiner Jalt mit seiner herrischen Frau. Bis demnächst, Kopfgeldjäger. Ja, danke, danke. Wisst ihr jetzt, warum ich sie so gern mag? Sie schiebt eine Geldkassette nach der anderen über den Tisch. Fantastisch. Und, ja, um die Sauerei hat sich inzwischen die Putzfrau gekümmert. Fantastisch. Und dann geht's jetzt effektiv nur noch darum, den Alarmhebel zu ziehen und unten in den Bestienpferchen ein bisschen aufzuräumen. Ich würde sagen, wir sehen uns da unten. Bis gleich. So, wenn das mal nicht nach Bestienpferchen aussieht, dann weiß ich nicht was. Und da vorne ist auch schon der Alarmhebel. Ich bin immer noch der Meinung, das riecht nach Falle. Aber wie schlimm kann es schon werden? Wie gesagt, ein Rancor ist ja ein Witz. Servus, ich bin Leitungsprüfer. Ihr ruft mich her, ganz wie Nemro gesagt hat. Ich wie wusste dumm doch. Von euch. Jetzt töte ich euch und Nemro gibt mir eine große Belohnung. Dann packe ich mal den Blaster aus.
Ihr glaubt, ich bin nicht bereit. So dumm. Igidigid. Okay. Lass die Bestien fallen. Aber bitte alle auf einmal. Ich will ja schließlich nicht zu viel Zeit verlieren. Tja. Das heißt unterm Strich, ich hätte vielleicht mal zum Ausbilder gehen sollen. Da war ich nämlich seit ein paar Leveln schon nicht mehr. Fällt mir gerade ein. Vielleicht seit 4 oder so. Okay, jetzt könnte es spannend werden, glaube ich. Na, fantastisch. So schwer war es ja gar nicht. Wie immer gilt, Angriff ist die beste Verteidigung. Bevor die sich gruppieren können, hauen wir schon mal die ersten kaputt. Wie hat er sich das denn bitte vorgestellt? Kommt mit einem Messer zu einer Schießerei auf den Abstand, nachdem ich seine Viecher besiegt habe? Hä? Naja, wir haben dann einen Hutten, mit dem wir mal ein ernstes Wort reden müssen. Bis gleich. Bin mal gespannt, welche Erklärung er dafür hat. Nia patissimo Shani, che non ciuba ci nenne, ciuba noi che nana, giapchisa branga una nupa pie. Na klar, jetzt war das alles eine wohl ausgeklügelte Falle für den Bestienmeister und ich war nur Werkzeug. Hör mal. Auf sowas reagiere ich für gewöhnlich affig. Ich habe euer Spiel mitgespielt. Nun werdet mein Schirmherr. Ich habe von kleinem Gemetzel im Rostlager gehört. Keine Ausreden mehr. Ich will in die große Jagd, Nemro. Dann gib mir dieses Unterstützungszeichen. Wurm passt. Denkt nicht, dass ich das nicht tun würde. Die kleine Judah würde ich ganz gerne mitnehmen, glaube ich. Eines Tages werde ich diesem Hutten mal zeigen, wo der Hammer hängt. Oh, wie mir der auf den Keks geht, das kann ich euch gar nicht sagen. Okay, Judah, ich habe gehört, du hast mal wieder eine Geldkassette für mich. Stimmt's? Schön zu sehen, dass es euch gut geht. Das war ziemlich mies, was Nemro euch angetan hat. Sehe ich ähnlich. Eines Tages wird er dafür bezahlen. Vielleicht sind diese Credits genau dafür gedacht. Hier ist eine ziemlich hohe Zahlung an euch, aber es steht nicht dabei, wofür. Das ist wohl eine Sache zwischen euch und Nemro. Ein neuer Tag, neues Blutvergießen. Hier, bitte sehr. Markus sieht leicht abgehetzt aus. Eine große Bezahlung aus mysteriösen Gründen. Gebt nicht alles auf einmal aus.
Du kannst ja mitkommen und drauf aufpassen. Meine Crew hat gerade 2 freie Plätze. Hallo Jäger, wir wurden reingelegt. Nemo unterstützt bereits jemanden bei der großen Jagd. Okay. Wie erfährst du diese Dinge immer so schnell? Die Leute sollten ihre Com-Kanäle besser sichern. Sonst vergreifen sich Genies wie ich daran. Ich weiß, wo Nemros Unterstützungszeichen ist und wie wir es finden können. Ich erzähle euch alles, aber das hat seinen Preis. Du gehörst zu meiner Crew und ich soll dich bezahlen? Geht's noch? Soll das ein Witz sein? Lache ich etwa? Ja. Brayden hat mir beigebracht zu kämpfen. Und wie ihr wisst, kann ich gut Informationen besorgen. Nehmt mich mit auf die Jagd und zu allem, was später noch kommt. Du warst von Anfang an Teil der Crew und kommst mit zur großen Jagd. Was soll denn das jetzt für eine Ansprache sein, bitte? Wir werden sicher eine Menge Spaß haben. Ich kann gut mit dem Blaster umgehen und Brayden war wie ein Vater für mich. Es ist nicht fair, dass... Wartet, habt ihr gerade Ja gesagt? Danke. Brayden war toll, aber er hat mich immer wie ein Kind behandelt. Ich bin kein Kind mehr. Ich danke euch. Ich will dabei sein, wenn wir Braydens Mörder finden. Nichts ist mir wichtiger als das. Also, finden wir den Kopfgeldjäger von Nemro. Okay. Dann wirst du mir nur noch sagen, wer, wo und wann. Ich kann nichts tun, solange ich nicht weiß, wen ich verfolge. Der Jäger, hinter dem wir her sind, heißt Rask. Er ist ein Trandoshaner und ziemlich gefährlich. Er hat auf Dentoin die Bewohner eines ganzen Dorfes lebendig verbrennen lassen. Ich habe eine Übertragung zwischen dem Trandoshaner und, jetzt kommt's, dem seltsamen Typ mit dem Knochengesicht, der mich verfolgt hat, abgefangen. Wisst ihr noch, dass ich euch vor ihm gewarnt hatte? Sie? Gewarnt? Die beiden arbeiten also zusammen? Das weiß ich nicht. Wir sollten aber auf alles vorbereitet sein. Rask will ein Ziel ausschalten, das Fatra der Hutte, der Rivale von Nemro, für ihn festhält. Irgendeine republikanische Wissenschaftlerin oder so. Wir müssen also einfach in Fatras unglaublich stark bewachtem Palast im Sumpf eindringen. Die Wissenschaftlerin selbst finden und eine Falle für Rask legen. Klingt nach einem ganz normalen Dienstagvormittag. Und wenn Rask aufkreuzt, schnappen wir uns ein Unterstützungszeichen. Guter Plan. Das war noch gar nichts. Glaube ich auch. Anscheinend hat Fatra interessante Leute auf seiner Gehaltsliste. Und mit interessant meine ich Leute, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Wenn wir bei der großen Jagd eine Chance haben oder auch nur von dieser Schlammkugel wegkommen wollen, brauchen wir diese Kopfgelder. Kommt, Fatras Palast wartet. Na dann machen wir uns doch mal gleich auf die Socken. Und wieder eine Geldkassette, fantastisch. Alles klar? Immer, immer Marco. Ja, jetzt haben wir sie dabei und ihr seht schon, sie ist Heilerin und damit unheimlich nützlich. Kopfgeldjäger kann man natürlich wie alle anderen auch in 2 Richtungen entwickeln. Eine davon ist selbst eine ziemlich krasse Heilklasse, das andere ist eine ziemlich mächtige Tankklasse. Ist an sich ganz lustig und ja, ich finde solche Heilgefährten immer recht nützlich. Alles klar, dann sehen wir uns gleich bei Fatras Palast. Bis denn. Ich kann euch sagen, Fatras Palast ist deutlich besser gesichert und auch etwas größer als der Palast von Nemro. Meine Fresse, ist hier was los. Okay, wir haben es trotzdem geschafft bis zum Archiv. Das heißt, wir manipulieren die Daten und dann geht es auch schon wieder zurück. Dann haben wir es geschafft. Yay. War ja klar, dass das eine Falle ist. Malambiamgin, Hamgam Nea Bekabrakawa, Manala Yang Perlo, Amka Kalami Nayakira Nubua. Hallo nun, was führt euch hierher? Hat Fatra euch endlich befohlen, der Schießerei nachzugehen? Nulilak Apa Jam Kamgram, Amka Nem Nang Nemua Inuk, Kali Ruma, Mereka Baka Lebek Ruma. Das mag ich an euch nun. Ihr schließt nur sichere Wetten ab. Naya Memgem Kaligam. Ja, also grundsätzlich, ich glaube, da reden wir uns raus als Agent. Ich bin vom Level her noch nicht so weit, dass ich sage, ja, ich mache jetzt den nächsten Handlanger von dem Hutten nieder, der vielleicht noch mit Elitewachen hier auftaucht. Das muss nicht sein. Ihr zwei kennt euch also? Nun wollte mich für sich, als ich nach Hutta kam, aber er konnte nicht genug zahlen.
Laporam Amka, Mamni Nigak, Nagnaya Mamni, Kangram. Das machen wir anders. Hör zu, wie wär's mit einem Handel? Karakimi, Anikag Nikag, Kaniak Gag Akiguamjam. Ihr scherzt wohl. Bringen wir nun doch um. Wenn wir Glück haben, kommen wir sogar an seinen Wachen vorbei. Ja, und wenn wir Pech haben, sind wir tot. Ich verlasse mich lieber nicht auf Glück. Wenn wir verhandeln können, dann tun wir das. Na gut. Die Klinge hat recht nun. Fatra vertraut euch nicht wirklich. Hat er euch gewarnt, dass er Karels Jarvis umbringen würde? Manelak Laki, Nabi Nekkenraka. Seid nicht dumm. Fatra hat euch reingelegt, um die Schuld auf euch zu schieben. Er tötet Karels. Nemro tötet? Na, wen wohl? Lamyake Kana. Bumi Nenepe. Vielleicht. Aber würdest du dein Leben darauf verwetten? Würdet ihr euer Leben darauf verwetten? Ich schwöre euch, die hört mich. Kriecht zu Nemro, helft ihm und der Hutte verschont euch vielleicht. Wahrscheinlich nicht, aber es könnte ja sein. Manala Yang Perlu. Amka Kalami Naya Kira Nubua. Na also, war mir eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Ich bin froh, dass wir das regeln konnten. Schön, euch kennengelernt zu haben, nun, Vejaiko. Mamni Lebek Bak Manuk. Meraka Naja Ki Namabamyak. Na, was ein Glück, dass die Leute hier so wahnsinnig loyal und unbestechlich sind. Ach, Hutten. Das war's und ihre also. Handlanger. Hoffen wir lieber, dass euer Boss weiß, wie man eine überzeugende Fälschung hinbekommt. Auf jeden Fall wird es ein Blutbad geben, sobald Nemro und Tod Larsen sehen, was auf der Disk ist. Okay. Und? Woher wisst ihr, was auf der Holodisk ist? Ich weiß nur, was euer Aufseher uns gesagt hat. Aber ich bin nicht dumm. Wenn diese Disk wirklich alle Geschäftspartner von Fatra enthält, identifiziert sie vermutlich die Hälfte der Einwohner von Jiguna. Händler, Verbrecher, Kredithaie, der übliche Abschaum. Wenn Nemro das erfährt, wird er an allen Rache nehmen wollen, die es gewagt haben, hinter seinem Rücken zu Fatra zu gehen. Die Leichen werden wochenlang die Rinnsteine verstopfen. Na, dann wird hier mal richtig aufgeräumt. Ansonsten, ja, Nemro ist auch nicht blöd. Solange seine eigene Position schwächt, wird er da nichts machen. Und ich nehme mal an, Nemro hat genau die gleichen Geschäfte mit genau den gleichen Leuten. Was habt ihr vor, Kallio? Ich hätte nicht gedacht, dass es euch interessiert, was Nemro macht. Tut es nicht, aber ich dachte euch vielleicht. Wenn ihr euch nicht wohl dabei fühlt, könnt ihr die zusätzlichen Daten immer noch löschen und die Disk zerkratzen. Dann sieht es so aus, als haben nur die veränderten Daten auf geheimnisvolle Weise überlebt. Wir liefern die Fälschung des Aufsehers ohne die echten Daten aus. Und Nemro geht nicht auf seinen Rachefeldzug. Das Risiko ist, dass Tod Larsen herausfindet, dass ihr den guten Teil gelöscht habt. Inakzeptabel. So eine Fälschung ist sowieso eine Lüge und daher schwer zu glauben. Wenn wir jetzt auch noch den Wahrheitsteil wegmachen... Nee, das funktioniert nicht. Wir geben die Daten mit ab, sollen die Hutten das hier unter sich ausmachen, soll Nemro meinetwegen Amok laufen in seiner eigenen Stadt, das geht mich nichts an. Ich drücke mir eine Träne raus, wenn ich dann im Schiff auf dem Weg nach Cassidy bin. Ich werde die Mission nicht gefährden, um den Abschaum von Hutter zu schützen. Oh, sind wir aber engagiert. Ich wusste doch, dass ich auf dieser Mission etwas über euch erfahren würde. Und jetzt bringen wir das Ding zu Tod Larsen und warten ab, was passiert. Fantastisch. Okay, dann sehen wir uns gleich im Palast des Hutten Nemro wieder. Na, wird bestimmt lustig. Bis gleich. So, dann geben wir Tod Larsen mal die gefälschte Disk ab. Bin mal gespannt, ob er es uns abkauft. Und dann, denke ich, steht dem Bündnis zwischen Nemro und dem Imperium eigentlich nichts mehr im Weg. Wenn alles gut geht. Hallo, Tod Larsen. Die rote Klinge will euch angeblich etwas zeigen. Manchi do ti puna puna, kabuk nuni slemo. Wokili mo klonki, nik mi chawa wilmo. Lasst uns in Ruhe, was habt ihr rausgefunden? Was zum Geier? Ich habe diese Aufzeichnungen aus Fatras Palast gestohlen.
Werft einen Blick darauf. Trommelwirbel. Oyatuka Changa Goptula Dobata Wana Wanki. Kliska Taka, Yayoska Ukle Yuga Chesko Pukuta. Napa noia Chioski Naui Kuchusu, Yomata Chitoya. Kapatonga, Chisa Bijabongi Chikatoko. Scheint fast so, als hätte er hier noch einen Thronsaal und wäre permanent irgendwie beschäftigt. Dann müssen wir uns bei Gelegenheit mal umgucken. Es sieht ganz danach aus. Was werdet ihr tun? Imache Churon Chika Jiliska Chanaga. Jiliska Tanaga Ime Chaijo Ronchika. Fantastisch. Braucht ihr sonst noch was? Kann ich sonst noch etwas für euch oder euren Clan tun? Dobata Jimoa Tusawa Mikuna Posta Morulia. Alles klar, das sieht fast so aus, als wären wir aufgefordert worden, unser Gepäck zu holen, zum Raumhafen zurückzukehren und Huta zu verlassen. Na, ich kann nicht unbedingt sagen, dass ich diesem sumpfigen Klumpen hier irgendwie nachheule. Der Mond von Huta ist etwas freundlicher und heller. Allerdings genauso voller Sünde und Probleme. Gut, einmal Gepäck bitte. Wir sind dann gleich auf dem Weg. Eure Arbeit ist getan, Agent. Nemro hat sich bereits an imperiale Botschaften gewandt, um mit uns Beziehungen aufzunehmen. In nicht mal einem Monat wird er uns aus der Hand fressen. Kurzfristig werden sich unsere Vorräte an Chemikalien und Stimulanzen beinahe verdoppeln. Langfristig kommen wir der imperialen Kontrolle über Huta einen Schritt näher. Ich werde bald meinen vollständigen Bericht für Darth Yadus einreichen. Er wird sicherlich sehr zufrieden mit unserer Arbeit sein. Das heißt, wir haben Feierabend? Das sind tolle Neuigkeiten, Sir. Ihr habt eine strahlende Zukunft im imperialen Geheimdienst vor euch. Aber das besprechen wir von Angesicht zu Angesicht. Eure Mission ist damit beendet. In Jiguna wartet eine Fähre auf euch. Sie wird euch nach Drom und Kaas bringen. Sobald ihr dort angekommen seid, meldet euch in der Zentrale des imperialen Geheimdienstes in der Zitadelle. Dort findet unsere Nachbesprechung statt. Alles klar. Dann auf nach Drom und Kaas. Verstanden und bestätigt. Kallio, ihr werdet euch auch auf Drom und Kaas melden. Ich nehme an, dass Nemro sich nicht über euer plötzliches Verschwinden wundern wird. Er wird es nicht gerne hören. Aber niemand wird sich wundern, wenn ich mit der Klinge fortgehe. Und er ist bestimmt nicht euer erster Arbeitgeber, den ihr im Stich lasst. Auf jeden Fall rechne ich damit, euch beide bald zu sehen. Na dann, auf geht's. Wir sind auf dem Weg. Gut. Meldet euch unverzüglich bei der Fähre. Aufseher, Ende. Super, super. Hey, schon wieder neue Klamotten. Oh, und jetzt endlich Level 9. Fantastisch. Naja. Gut, auf zum Raumhafen. Fähre wartet. Dann geht's nach Drom und Kaas. Wird auch langsam Zeit. Ja, kaum ist man zurück am Raumhafen, klingelt's Telefon. Ist ja super. Was nun noch? Ich erinnere mich an dich. Was gibt's? Schon wieder schlechte Nachrichten. Oh Mann. Wie schlecht ist sehr schlecht? Ach nö, du hast es verpfuscht, oder? Ihr habt gesagt, die echte Klinge ist weit weg. Was hat ihr herausgefunden? Smal sio pobudes mana ira padare mananan kali. Atrodo nomales, smogas taudu gis baba apiatai. Ich weiß den Ratschlag zu schätzen. Atolgi ai parkale tiam adjamas. Gratai abtikte, iruprit, birtini savasia savele. Das muss ich mir aber noch überlegen. Na gut, dann mal fix zur Startrampe oder Landerampe, wie auch immer. Kanonen auf all
Und dann werden wir wohl die echte Klinge ein wenig ablenken müssen, sonst poltert hier alles zusammen. Und dann wird sich Nemro fragen, mit wem er hier die ganze Zeit verhandelt hat. Und dann ist das aus mit imperialer Verbundenheit. Eklig, Level 10. Naja. Wie schwer kann es schon sein? Ups. So, so. Ihr habt also meine Männer getötet. Die Heuchlerin, die die Klinge sein will. Ich bin die Klinge. Was bist du? Gott, ist ja groß. Ich bin keine Heuchlerin. Ich habe mir meinen Titel verdient. Glaubt ihr, das ist ein Scherz? Ich bin die Rote Klinge. Worm. Die wahre Rote Klinge. Und ihr bekommt noch eine Chance, euch zu erklären, bevor ich euren Schädel durchbohre. Okay, pass auf. Ich hole mir jetzt erstmal einen Stuhl, dann regeln wir das von Angesicht zu Angesicht. Beweist, dass ihr die wahre Klinge seid. Dann reden wir. Ha, ihr habt Mut. Zu schade, dass ich euch töten muss. Okay, Blast auf 20 Schritt. Kannst du haben. Irgendwie gefällt mir das nicht. Gift läuft noch. Naja, weiß ich. Wenigstens wird das eine kurze Reise. Dann bist du morgen schon wieder da für ein paar Runden bei Nemro. Ist recht. Ja, so wahnsinnig schwer war das nicht. Je größer sie sind, desto tiefer fallen sie, würde ich sagen. Verdammt sollt ihr sein. Übler Ruf. Die Klinge ist wirklich fies. Meh. Na, aber immerhin. Gab nette Belohnung. Fantastisch. Dann würde ich sagen, so endet unser Agentenabenteuer hier auf Hutter. Was wäre, wenn? Wenn wir statt einer Sith eine Agentin gespielt hätten. Wie würde es weitergehen? Naja, unsere Agentenaufgaben würden uns natürlich durchs ganze Universum führen. Wir würden Intrigen aufdecken gegen das Imperium. Wir würden verschiedene Geheimaktionen leiten und eine ganze Menge Blödsinn anstellen. Aber... naja, das könnt ihr auch selbst erleben, wenn ihr euch einen Agenten erstellt. So, willkommen zurück. Wir sind inzwischen in Nagasados Grab. Und wie ihr seht, platziere ich gerade die Stäbe, damit wir die Kammer öffnen können zum Dashort. Ja, von unserem Sonnenbrand war nichts zu sehen. Ich glaube, der hat schon wieder den Schwanz eingekniffen und ist zurück zu seinem Ausbilder gerannt. Naja. Wie auch immer, wir machen jetzt erstmal diese Kammer auf. Wie schwer kann es schon werden? Vorausgesetzt, unser Charakter versucht jetzt nicht die ganze Energie aufzunehmen, sondern spielt ein bisschen Blitzableiter und lenkt den ganzen Blödsinn um. Na mach schon. So schaffst du es nicht. Na also. Ich sag's euch, manchmal glaube ich wirklich, die Charaktere hören an. So, und da drüben haben wir den Dashort. Wird bestimmt interessant, wenn der so machtimmun ist. Aber ja, ich kann verraten, so ganz immun ist er nicht. Er kriegt nur relativ wenig Schaden durch Machtfähigkeiten. Ansonsten wäre es wahrscheinlich ein bisschen gemein. Dieses Amins Weihheits Fools, Gawendida Sieg Fram Tauhans. Tabgida, Melaswe Sama, Word sein in Merem Nai, Seigatrawa Degal, Tagasar Jais, in Barks, Prize Warperen, Swase Ikbus Karadida. Ich habe einen Fehler begangen. Okay, dann erklären wir doch mal, weil ich bin der Meinung, passt alles. Sesh hat mir strikte Anweisungen gegeben. Ich soll euch befreien und ihr sollt mich dann zur Karte in der letzten Kammer des Grabes führen. Aber Barnhabens, glaub Bena. Aber was? Usiterens Apipao. Was Jabe, wise Jabe, Prophetis,
Wisans Jagdara Haitain. Ja, also ich glaube, der ist seit ein paar hundert, wenn nicht sogar tausend Jahren Geschichte. Ich bedauere euch, das beibringen zu müssen, aber Tulak Hort ist tot. Iblaises Amins Weihais Fools, Gawendida Siegfram Tauhans, Aprogatua Ina In Lausolam, Ja Gasatida Duima, Twade in Warpai an Parlaikain. Na dann, guten Hunger. Ich hoffe, du beißt nicht mehr, weil du kauen kannst. Ein sehr freundliches Lächeln. Okay. Dann. Bleib mal ganz kurz da stehen. So, dann können wir anfangen, oder? Druckwelle macht ihm gar nichts. Das ist in Ordnung. Ja, was wird denn das jetzt? Gegen Ende nochmal schwächeln, oder was? Au, Mann. Kein Wunder, dass ich hier am Schluss keine Fähigkeiten mehr einsetzen konnte. Autsch. Der ist schon ein bisschen fies, oder? Panai, Name in Maidens. Ipsik Erpai Kudana, Jaus Erpai Rojandan, in Bise Vistai. In Bisose Waitai Spila Presinkretai, in Bise Ewanata, Atragata Indais. Ja, soll mir recht sein. Du machst einfach die Tür auf, dann passt die Sache. Na schön, gehen wir fort von hier. Sisunja, Dargis Golan. Finde ich fair. Wenn du mich in einem Duell schlagen kannst, dann kannst du machen, was du willst. Nur denk dran, während du stärker wirst, werde ich das auch. Gut, dann haben wir nur noch eine Tür zu überwinden und dort eine Karte zu requirieren. Sagen wir es mal so. So, mach mal, dafür bist du hier. Sauber? Naja. Die Arme hat er nicht umsonst. Diese Arme wollten wahrscheinlich mal eigene Charaktere werden, wenn ich mir meinen angucke. Na, die sehen fair aus. Ansonsten, Kim Wall ist ein Melee-Tank. Der passt natürlich ganz hervorragend zum Inquisitor. Weil er ja dafür sorgt, dass wir praktisch keinen Schaden bekommen. Und wenn man den Inquisitor später in die Richtung Hexer entwickelt, dann hat man Heilfähigkeiten und noch viel mehr Machtfähigkeiten, Blitze, Flächenbereichschaden und so weiter und so fort. Da ist ein Tank natürlich Gold wert. Und wenn man dann, wie gesagt, noch ein paar Heilfähigkeiten dazu nimmt, ein wenig überpowered. Aber macht trotzdem eine Menge Spaß, wenn man auf dem austeilenden Ende ist. Alternativ dazu kann man Attentäter werden, dann hat man eine Lichtlanze, ähnlich wie Darth Maul, und ja, kann sich so ein bisschen tarnen, durch die Gegend schleichen und Leute abmeucheln. Da ist Kim Wall dann nicht mehr so ganz der perfekte Begleiter, weil man als Attentäter außerdem auch eine Tankskillung haben kann. Das heißt, man hält von Natur aus schon mal relativ viel aus, obwohl man viel Schaden macht. Was zum Geier? Naja, eins nach dem anderen. Machen wir erstmal den Flattermann kaputt. Warum gebe ich mich eigentlich mit dem zufrieden? Hätten die nicht die Position tauschen können, dass ich das Ding als Begleiter habe? Sieht ja übel aus. Ja, da schaut. Nach dir. Go, go. Und der ist tatsächlich komplett machtimmun. Wenn ich den Schock einsetze, machen wir da nicht viel. Das heißt, wir benutzen unsere Fähigkeiten einfach mal, um mehrere Schwertschwinge zu machen hier.
unbeugsam, also immun gegen kinetische Effekte und Wegschlagen. Das heißt, unsere Druckwelle bringt auch nicht viel. Pass auf, wo du dich hindrücken lässt. Da draußen sind die nächsten Gegner. Das wäre vielleicht ein bisschen viel. Na, aber ihr seht schon, wie viel der aushält. Auch jetzt schon. Stellt euch mal vor, wie das später geht. Wenn man den noch richtig unterstützen kann und er noch ein paar Fähigkeiten dazu erhält, die sind im Moment ja noch arg eingeschränkt. Na gut, das da oben sieht aus wie die Sternkarte, die wir für Sesh organisieren sollen. Fantastisch. Und damit zurück zu Aufseher Hakun. Ich würde sagen, wir sehen uns dann bei ihm im Büro. Und wie versprochen, zurück im Büro. Ich bin bereit für eine letzte Grausamkeit, Intrige, wie auch immer. Ja, unser Sonnenbrand hat sie her zurückgeschafft. Wenn ich es euch doch sage, Aufseher, es ist unmöglich. Ich war in dem Grab und habe den Dashort auf der anderen Seite der Kluft gesehen, aber ich konnte nicht zu ihm. Aber die Karte, Lord Sesh ist unnachgiebig. Ohne die Karte nimmt sie dich nicht zum Schüler. Ich sage euch, Lord Sesh will das Unmögliche. Niemand bekommt diese Karte. Falsch. Ich hab sie. Tut mir leid, dass ich zu spät bin, aber ich habe die Karte. Die Karte? Und das Short schafft sofort dieses Monster raus und gib mir die Karte. Nein, das glaube ich einfach nicht. Unwürdiger Abschaum, ihr habt betrogen. Wie habt ihr das geschafft? Wie habt ihr das Monster freigelassen? Sei galut seida, iswis us ulfgnden, ja adnam, in buidangar ja. Und er ist hungrig. Genau, ihr müsst ganz einfach betrogen haben. Dafür werdet ihr zahlen. Fon, Geduld, du wirst diese Made noch früh genug beseitigen. Aber zuerst bringst du Lord Sesh diese Karte. Oh ja, das ist eine fantastische Idee. Lass ihn die Karte zu Sesh bringen. Das ist gut. Er konnte sie gar nicht holen. Das konnte er nicht schaffen. Und der Dashort gehorcht mir. Also mach nur. Die Karte gehört mir, Hakun. Protestiere so viel du willst. Du wirst sterben. Beeilung, Fon. Du gehst nirgendwo hin, Fon. Lord Sesh. Ja, Fon. Also, wo ist meine Karte? Hier, Lord Sesh. Gleich hier. Du hast sie für mich gefunden, Fon? Wie wundervoll. Okay, dann bin ich mal gespannt, ob sie das wirklich glaubt. Er hätte sie niemals finden können. Ruhe. Fon wird mir erzählen, was passiert ist. Oder, Fon? Du würdest es doch was heißt hier oder, Fon? Denn es wäre eine Schande, wenn ich feststellen müsste, dass du gelogen hast. Ich frage dich zum letzten Mal. Hast du diese Karte in Nagasados Grab gefunden? Ich? Nein, das habe ich nicht. Es tut mir leid. Hakun, ihr seid ein Narr. In jeder anderen Gruppe eines jeden anderen Sith Lords hätte dieser junge Mann alle anderen Akolyten in Stücke gerissen. Was wolltet ihr beweisen? Dass ihr mich überlisten könntet? Dass ihr besser wüsstet, wen ich als Schüler haben will? Ihr Narr! Das erscheint mir allerdings ein bisschen verschwenderisch. Beseitigt dieses Chaos. Schülerin, such mich in meinen Gemächern oben auf. Yay! Wie befohlen. Wir sind noch nicht fertig miteinander. Ohne die Hilfe von Lord Sesh bist du ein Nichts. Ich habe Freunde, die dich jagen werden, wohin du auch gehst. Ist in Ordnung. Sie ist im Moment nicht hier. Also, mach was, Ziemlich große Worte für einen Wurm. Aus meinen Augen. Deine neue Meisterin erwartet dich oben. Leute, das tut gut. Ihm nochmal richtig ans Reingedrückt. Naja. Gut, jetzt erstmal hoch zu Lord Sesh. Ich bin ein wenig gespannt. Wir haben eine Meisterin. Ja, das heißt, wir sind jetzt offiziell Schüler. Ich
glaube, den Titel könnten wir sogar schon auswählen. Und ja, die Frage ist, bleiben wir hier auf Korriban? Was sind die nächsten Aufträge? Und vor allen Dingen, was sind ihre Schwachpunkte? Wann können wir uns gegen sie stellen, sie verraten und ihren Laden übernehmen? Schließlich ist das ja das Sith-Gesetz. Sie ist verdammt schnell. Ah, meine wunderbare neue Schülerin. Man muss dir wohl gratulieren. Na, danke, danke. Danke, dass ich die Gelegenheit bekomme. Du hast sie dir verdient. Also, ich war gerade dabei, mir diese erstaunliche Karte anzusehen, die du hergebracht hast. Wir haben eine Menge Arbeit vor uns. Das ist mal wieder die Art von Arbeit, wo es heißt, wir haben sie zu erledigen und du machst sie. Wovon ist das eine Karte? Darüber können wir hier nicht reden. Es hören zu viele mit. Triff mich auf Drum und Kars. Dort können wir reden. Drum und Kars, verstehe. Drum und Kars, verstanden. Wir treffen uns in meinen Gemächern in der Zitadelle von Kars City. Dort können wir offener über die Arbeit reden, die vor uns liegt, ohne befürchten zu müssen, dass man uns belauscht. Dies war mein Lichtschwert, als ich selbst Schülerin war. Ich will, dass du es nimmst. Oh, wir haben ein Lichtschwert. Super. Ich fühle mich geehrt. Ausgezeichnet. Ich bin froh, dass es dir gefällt. Es hat mir gute Dienste geleistet. Also, nicht vergessen. Meine Gemächer. Die Zitadelle. Drom und Kars. Wir müssen uns so bald wie möglich an die Arbeit machen. Okay, also, immer dran denken. Meine Gemächer in der Zitadelle auf Drom und Kars. Ich wusste gar nicht, dass ich dort eigene Gemächer habe. Naja, die Inquisitoren, die Zuckerkinder des Imperiums, die kriegen quasi alles in den Popo geblasen. Lichtschwert müssen sie nicht erobern oder bauen, das kriegen die geschenkt und jetzt auch noch eigene Gemächer. Na gut. Ja, was ein Glück, dass ihr das nicht auffällt. Kein Schritt weiter, Freunde Abschaum. Das Skotier hat eine Nachricht für euch. Da was? Wer ist dieser Das Skotier? Darth Skotier ist Lord Seshs Vorgesetzter und euer schlimmster Albtraum. Die Nachricht lautet, ihr werdet nicht nach Drom und Kars reisen. Alles, was ihr hier getan habt, jeder, mit dem ihr zu tun hattet, einschließlich Lord Sesh, ist unbedeutend. Das Skotier hat hier überall Augen und Ohren. Er weiß, was eure Meisterin im Schilde führt und ist nicht gerade erfreut darüber. Auf Korriban genießt Lord Sesh vielleicht einen gewissen Freiraum, aber auf Drom und Kars sieht das anders aus. Ihr versteht also, dass ihr sterben müsst. Verstehe ich gut. Dann lasst uns tanzen. Ich will schon lange mein neues Lichtschwert ausprobieren. Oh, wie ich es genießen werde, euch in Stücke zu reißen. So, haben wir auch noch die Chance, unser Lichtschwert. Ja, da haben wir es. Und die warten auch noch. Sind die freundlich? Eigentlich haben wir das gar nicht verdient, so freundliche Opfer zu haben. Moment. So, ihr Lichtschwert ausgerüstet. Dann würde ich sagen, Feuer frei, Commander. Die haben viel kürzer durchgehalten, als ich dachte. Aber gut. So wie es aussieht, sind wir direkt in einen kleinen Sith-Krieg reingeraten. Darth Skotier möchte Darth Sesh überrumpeln und ja, verspricht spannend zu werden. Gut, das wäre jetzt im Normalfall der Punkt, wo sich der Inquisitor natürlich auf den Weg macht nach Drom und Kars und wo das Abenteuer seinen Lauf nimmt. Wir haben dann eine riesige Geschichte voller Intrigen vor uns, von einem Planeten zum anderen. Wir suchen seltene Artefakte, um noch mehr Macht zu erlangen. In späteren Akten werden wir dann die Geister verstorbener Sith in uns aufnehmen, um selbst noch mehr Macht zu kriegen. Wird eine Riesensache, aber dafür reicht die Videozeit ganz einfach nicht mehr aus. So, da haben wir uns direkt zu Fatras Palast geprügelt.
haben ein paar Kopfgelder unterwegs eingestrichen und sind jetzt dabei, die republikanische Wissenschaftlerin zu suchen. Mit jeder Menge Raketen und Blasterfeuer, wie sich das natürlich gehört. Warum benutze ich den Flammenwerfer nicht? Ich muss erst noch zum Ausbilder. Leider kriegt man den erst auf Level 8. Das wurde ich erst hier. Und ja, irgendwie will mir keiner von denen sagen, wie man das Ding benutzt. Als würde es wirklich eine Rolle spielen. Aber andere lustige Spielsachen. Ich habe keine Angst. Wir haben die Railgun, wir haben jede Menge Raketen und wir haben Brennstoffzylinder. Das ist eine besondere Blastermunition, die für super heiße Schüsse sorgt und Gegner anzünden kann. Ja, ganz lustig an sich. Das sieht aus wie eine hilflose Wissenschaftlerin. Grüße. Bleibt zurück, ich habe ein... Tja, ich schätze, ich habe nicht wirklich viel. Bitte sagt mir einfach, warum ich hier festgehalten werde. Das liegt an Fatra, nicht an uns. Was denkst du? Ist das unsere republikanische Wissenschaftlerin? Die Zielbeschreibung passt. Jetzt warten wir einfach, bis Rask auftaucht. Kurzfassung. Ein Kopfgeldjäger ist hierher unterwegs, der euch zum Imperium bringen soll, wo ihr wahrscheinlich sterbt oder wenigstens gefoltert werdet. Oh nein! Oh, wir wollen doch. Diesen Kopfgeldjäger töten. Es ist wohl euer Glückstag. Bleibt einfach ruhig sitzen und seid ein braver Köder. Alles klar. Dann wollen wir sie noch mal kurz beruhigen. Wir versuchen euch nicht mit Blut zu bespritzen, Ma'am. Ich kann das nicht. Bitte lasst mich gehen. Ich tue alles um. Welchen Teil von ruhig sitzen habt ihr nicht verstanden? Ihr lasst uns noch auf... Oh, toll. Shambalumi Lois. Bonjour und was. Urtol Takis. Netter Versuch. Ich habe noch nie einen... Was ist er nochmal, Marco? Trandoshana. Ein toter Trandoshana. Naja, ist groß genug. Das reicht für Stiefel, Gürtel und Handtasche. Und vielleicht noch der Kopf für an die Wand. Zeigt, was ihr könnt, Echsenmann. Ich bin gespannt. Dann leg mal los. Alles klar? Ja, ja, passt schon. Ich muss nur gerade die Luschen hier drüben loswerden. Boah, sind die zäh. So, fertig. Der brennt, das freut mich. Ich musste mich nur ein bisschen konzentrieren. Marco, das hast du ziemlich gut gemacht. Ja, mit so einer Heilerin, die auch noch ganz gut Schaden macht, wird das fast ein bisschen langweilig und einfach. Das war brutal. Aber ich schulde euch Dank. Ganz recht. Wir sind die Helden des Tages. Also, was passiert jetzt? Am besten du gehst. In der Stadt gibt es einen Fährenhafen. Geh dorthin. Vielen Dank. Ich finde ihn bestimmt. Hier. Ich habe einen alten Handblaster. Nur für den Fall. Jetzt los. Nochmals vielen Dank, euch beiden. Hopp, ab jetzt mit dir. Das gibt's doch gar nicht. Okay, dann würde ich sagen, wir haben einen Gürtel, eine Handtasche und ein paar Stiefel, die wir einem Hutten um die Ohren hauen. Wenn wir gleich zurück in seinem Palast sind. Bis gleich. Sodele, zurück in Nemros Palast. Jetzt bleibt ja nur noch der Typ mit der Knochenmaske. Das Abzeichen haben wir. Bin mal gespannt, wie die... Da haben wir ihn. Level 1, aber Hauptsache goldenes Symbol. Fantastisch. Dann bin ich mal gespannt. Könnte gleich bestimmt lustig werden. Nun gut, Nemo. Wenn der Trandoshana zurückkehrt, werde ich... Ah, ich sehe, dass wir einen Neuzugang haben.
Das ist der Typ mit der Knochenmaske, der mir gefolgt ist. Schnappt ihn euch! Ganz ruhig, Marco. In Gegenwart des Hutten die Waffe zu ziehen, ist vielleicht nicht das Cleverste. Jäger, erlaubt mir, mich zu entschuldigen, dass ich eure junge Freundin erschreckt habe. Marco, beruhig dich erstmal, dann könnt ihr ihre Waffen wegstecken. Beruhige dich. Warten wir erstmal ab, was hier los ist. So, jetzt sind alle deutlich entspannter. Jetzt geht's mir auch besser. Es tut mir leid, dass ich euch erschreckt habe, junge Dame. Ich folgte einem anderen Opfer, als sich unsere Wege kreuzten. Ich bin Grata. Mir wird die Ehre zuteil, die große Jagd zu repräsentieren. Ich habe mögliche Regelübertretungen eines Taro-Blatt untersucht. Da hätten wir Videoaufzeichnungen von. Er hat meine Mannschaft ermordet, um mich aus der großen Jagd herauszuhalten. Ja, das ist mir bekannt. Es tut mir leid, dass ich zu spät gekommen bin, um einzugreifen. Ich habe mir euer Überwachungsholo angesehen und den Mord eurer Kameraden durch Taros Leute gesehen. Wenn es auch ehrlos war, hat der Angriff nicht im engeren Sinn gegen die Regeln verstoßen. Solange Taro nicht einen anderen Teilnehmer angreift, kann er nicht bestraft werden. Okay, das heißt, wir können auch rummarodieren und seine Crew erledigen. Muss man vorher nur wissen, nicht wahr? Taro ist ein zu großer Feigling, um sich mit mir anzulegen. Seid vorsichtig, Mandalorianer der Feigheit zu beschuldigen. Sie nehmen solche Beleidigungen nicht auf die leichte Schulter. Ich werde Taro Blatts Aktivitäten weiterhin genau beobachten. Wenn er die Regeln der großen Jagd bricht, wird er dafür bezahlen. Ich bin noch hier, um dem Tandoshana Rarsk Anweisungen für die große Jagd zu geben. Anscheinend ist das nicht mehr nötig. Naja, du kannst es der Handtasche sagen. Rarsk ist tot. Ich habe das Zeichen zum Beweis. Und daher sind meine Anweisungen nun für euch. Du machst jetzt mal einen Kanal zu. In der Tat. Ihr habt euch der großen Jagd als würdig erwiesen. Aber der Wettkampf fängt gerade erst an. Von hier aus müsst ihr nach Domon Kaas, der imperialen Hauptwelt. Hier sind eure Fährentickets. Ich wünschte, Brayden könnte das sehen. Wenigstens werden wir jetzt seinen Mörder bezahlen lassen. Worauf du einen lassen kannst. Taro Blatt wird bekommen, was er verdient. Das ist dein Versprechen. Ihr seid einsame Spitze. Wenn ihr auf Domon Kaas ankommt, sucht den Jagdmeister in der mandalorianischen Enklave auf. Er wird alle eure Fragen zur großen Jagd beantworten. Super, also auf nach Drum und Kass. Ihr seid zwar echt unheimlich, aber ihr wart eine große Hilfe. In der Tat. Ich hab doch gesagt, Kanal zu. Seid ein einziges Mal still, ja? Gute Jagd. Herrlich. Okay. Und damit würden wir uns auf den Weg machen nach Drum und Kass, um die große Jagd zu beginnen. Und ein bekannter und gefürchteter Kopfgeldjäger in der Galaxis zu werden. Wie läuft's weiter? Die große Jagd bietet uns Kopfgelder auf allen möglichen Planeten. Es sind immer zwei Kopfgeldjäger auf einen Kopfgeld angesetzt. Und ja, Sieger ist einfach der, der das Kopfgeld kriegt und gleichzeitig die Konkurrenz ausschaltet. Das führt stellenweise zu lustigen Geschichten, wo man zuerst mal zusammenarbeitet und hinterher bisschen mexikanischen Geburtstag feiert, das heißt, anschließend wird es richtig bunt, voller Blasterfeuer und so weiter. Letzten Endes werden wir die große Jagd auch gewinnen, wenn wir dabei bleiben, werden ein unverschämt großes Kopfgeld auf unserem Kopf haben und meistgesuchter der Republik sein. Zum Schluss töten wir den obersten Kanzler der Republik und so weiter und so fort. Also da ist richtig was geboten bei den Kopfgeldjägern. Wie gesagt, so ziemlich meine Lieblingsklasse im Imperium. Und lohnt sich auf alle Fälle. Alles klar, ich glaube, das wäre es dann allerdings auch schon gewesen. Ich hoffe, die 100. Episode war einigermaßen interessant für euch. Vielleicht habt ihr jetzt Lust auf eine der anderen Klassen bekommen. Vielleicht sehen wir uns dann mal im Spiel und können gemeinsam losziehen. Wer weiß, wer weiß. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in Episode 101, dann wieder mit Kulika auf Belzavis. Bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.